da. Dankeschön, Bro. Für die Unterstützung. Moin, Männers. So, will ich nicht viel quatschen. Es ist die 12. Folge Road to Shotguns live hier auf twitch.tv/vectic. Mit am Start der Dennis. Heute spielen wir Die Race. So. Let's go. Striche. Let's go, Digga. Let's go. So, wollen wir mal gucken da. Die Race. Das. Ein großer Was? Sprung nach vorne. Die Race. Let's go. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich jeden einzelnen hier von euch. Willkommen, gönnt euch, habt einen schönen Abend. Ich glaube, der Zellassen ist auch am Stream, könnt ihr seine POV sehen und los hier, der Lutzit, Alter. Lutzit! Oder Lutz-ID. Wieso spielen wir kein Custom-Game? Oder müssen wir? Das ist so scheißegal, Digga, was wir spielen. Könnt ihr auch jetzt das hier spielen, ja? Was? Ja, du hast ein Problem damit. Können wir auch, soll ich privates Game machen für dich? Nein! Extra Essen bestellt, hatte im Gefühl, dass heute gestreamt wird. So sieht das aus, Digga. So sieht das aus. Ha? Ja. Lasst euch doch nicht hängen hier. Gibt ja absolut null Konkurrenz auf Twitch. Ja? Keiner kann unterhalten. Das war ein Witz, Dennis. Also eigentlich nicht. Ich sag das jetzt nur, dass das ein Witz war, um deine Gefühle nicht zu verletzen. Aha, okay. Lutz ID, Alter. Lutz ID? Nein. Ich hab, Dennis, du wirst es nicht glauben, ne? Was denn? Ich lebe zurzeit so gesund, Alter. Ich trinke nur noch aus Gläsern. Du bist so ein Spasti, Alter. Oh nein. Du weißt doch gar nicht mal, wie ich das gemeint hab. Ja, ja. Cola ist gesünder aus Gläsern. Nein, ja, allgemein aus Gläsern zu trinken ist gesünder, Mann. Ich hab das Teil dabei, kann keinen Schlüssel aufheben. Dennis kann aber einen Schlüssel. Glaub halt nicht. Ha? Hast du was hier reingepackt, das Geld? Willst du dich downgehen lassen für mich? Warum? Ich hab kein Geld. Obwohl doch, ich hab... Willst du mich verarschen, Alter? Ey, ich spiele so gar nicht auf diesem... auf PC, Mann. Ey. Ich muss Geld da drauf haben. Versuch mal. Versuch mal. Ja, ich hab... hast du. Okay. Mehr hast du nicht? Doch, doch, doch. Ich wollte nur nicht getötet werden vom Zombie. Das ist so nice, ne, dass man einfach viel so. Ah ja, stimmt, Alter. Warten noch nicht am Power, noch nicht, ne? Nee, nee. Komm, wir holen die Teile, wir bauen Slick, Alter. Bauen wir das, ja? Ja, oh, was ist denn jetzt passiert? Hast du noch, Ich glaube, dieses. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß nicht mehr. Wir bauen nicht wichtig. Ja, okay. Dann ist wichtig. Dann ist ja Wurst. Ich bin gerade überlegen. Also, damit Facebook was da macht, das funktioniert nicht. Da müssten jetzt, wenn man auf die Bestätigungsseite kommt, müssten da ja unzählige Daten mittlerweile schon zusammengekommen sein. Aber da ist absolut nichts zusammengekommen. Gucken wir nachher mal. Ja. Ihr schlacht mich nicht tot, ihr Klöne. Hat, glaube ich, alle. Glas rangebaut? Eins nur. Eins nur? Ja. Ich suche gerade Sonderteil. Unproduktiv. Aber sowas von. Ich glaube, ich hab die alle. Naja, eins fehlt. Nein, ich hab den Griff. Den Griff habe ich. Unproduktiv. Immer diese verschlossenen Türen, ey. High Round Speedrun oder was? Nö, warum? Ach Quatsch. Ja, viele denken, dass wir immer so schnell zack, 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 Wunderwaffe zusammenbauen, das bedeutet, dass wir Speedrun. Hol dir die Skip, Mann. Aha. Nein. Keine Sorge. Wir wollen nur daddeln. Daddeln, daddeln. Ist der letzte? Keine Ahnung. No, what I mean. So, Achtung, ich mach Power an da. Möchtest du oben oder unten stehen? Ich bin unten. Okay. Mal gucken, was in den Aufzügen ist. Double Tap und Juggernog. Na, 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 na. Na, 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 na. Dennis? Ja, bitte. Ich war neulich auf meiner Homepage und habe mir meine Rundenrekorde angeguckt, ne? Ja. Da kriegt man echt leicht Pipi in die Augen, Alter. Das waren schöne Zeiten, du. Sehr schöne Zeiten, ne? Ich liebe dich! Also, das Ding ist, die ganzen Leute, die jetzt so mit BO3 Zombies angefangen haben, die wissen gar nicht, was das da ist, was das zu bedeuten hat, was da alles steht. Ist so. Er ist teilweise so, ich weiß, was du meinst. Die wissen nicht, dass das teilweise mit immer die ersten Sachen waren, die so heftig waren und. Die kennen das halt nicht, ne? Ah ja. So ist das. Pack ist da. Mhm. Ich weiß nicht, Sallys.
Ehrlich? Nee, nicht... braucht man glaube ich hier gar nicht. Wo ist denn der Untergrund, ne? Ja. Letztens hat mir einer gesagt, Alter, ja, aber die Early spielen wir da ja nicht. Letztens hat mir einer gesagt, wenn ich diesen heftigen Jump mache bei Darius, kriege ich 100 Euro, ne? Ja. Mit dem Roger Shotguns Account. Habe ich gemacht, ne, den Jump, habe ich geschafft. Hast du nicht bekommen? Nein. Anzeige ist raus, ja. Na. Anzeige ist richtig raus. Der Junge bekommt aber. Brutal. Moin, Vagabond. Moin an alle, nochmal hier. Wenn wir nochmal einen Jump machen? Damit. Ich schaff den Jump, Digga. Vertraust du mir? Ich schaff den Jump immer, natürlich. Ich schaff ihn jetzt auch. Weh, wenn nicht, Kevin, ne? Ich schaff ihn, Digga, ich schaff ihn. Komm, mach. Nicht gratis. Nicht gratis? Komm, ich geb dir... Er hat Double Tap vergessen, Alter. Ich kann Double Tap nicht... Ergibt es Sinn, dass ich eine Beschleunigung meiner Sinne verspüre? Was bekomme ich, wenn ich den Jump jetzt schaffe? Also kann ich meinen Gefährten... Was du da bekommst? Ja. Wenn ich das denn möchte. Beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal. Beim ersten Mal den Jump schaffen. Wo willst du denn die Early spielen? Ja. War willst das? Du unten einen Aufzug schafft? Und also Anfangsraum, unter dem Anfangsraum. Hinterein. Nee. Willst du Spaß haben bei den Earlys oder willst du schnell? Das musst du entscheiden. Ich will schon Spaß haben. Spaß haben wir PDW. Einfach so, just for fun, ein bisschen da drin. Larry mit SVU und sowas, ne? Ja, so richtig, just for fun halt. Genau. Bisschen quasseln und so, jetzt habe ich den letzten getötet, warum auch immer. Weil du ein Held bist. Komm, was bekomme ich? Ich mach den jetzt First Try. First Try? Ja. Ich habe ihn 10-mal hintereinander gemacht. 10-mal nicht gefällt, on stream. Okay. Warte, ich überlege. Was willst du denn haben? Willst du ein Perkset? Ich hab noch keins von dir. Was hast du nicht? Ich hab noch keins von dir. Ernsthaft? Ja. Ich lieber dich! Ein bisschen heftig, Alter. 50 Euro, Alter, für einen Job oder was? Beim ersten Mal. First try. Guck mal. Hast du geschafft? Ja, natürlich. Dein Ernst? Normal. Und jetzt willst du einen Perkster von mir haben, oder was? Hat doch keiner gesagt. Hey, komm, wann hast du Geburtstag? 28.04. Kevin. 28.10. Ja, ist gut. 4.04. Naja, Oktober, ja. Ich weiß schon. Warum lachst du? Nichts, weil ich das drauf hab. Du hast angemacht, Digga. Natürlich, ich hab UFO-Mod. Kennst du. Ja, komm, hol ich mir SVU erstmal. Ich mag Dyrace nicht. Wieso? Ne, hat einer geschrieben. Also, ich wollte schon sagen, dass einer deiner Lieblingsmaps sein. Ich mag die. Übelst Bock auf Shadows of Evil, Alter, als wir gestern darüber gequatscht haben. Ey, guck mal, wir wollten noch morgen eben, ne? Heilbronn kommen, oder? Am Wochenende meinst du? Alter, warte mal, hier ist Josef mit seinem Cousin. Ja, warte mal. Warum lachst du? Ich hab mal nichts mit der SO getroffen hab. Was ja. Wollte ich denn jetzt hier drüben? Ah ja, da bitte wohl. Was sind die Box? Ist leer gemacht schon einer? Nein. Ich glaube, ich sollte euch über meine beunruhigende Munitionslage informieren. So, ich werde auch Double Tap holen. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Morgen, Wochenende. Shares of Evil. Ja, ich will die Shotguns haben, weißt du? Also, du willst heute erstmal. Ich habe aber verdammt wenig Abschüsse für Shotguns. Wie viel hast du? Unter 30.000. Ja. Schwierig meinst du, ne? Los. Mach. Nee. Bei mir im Chat. Ich hab die Map mal mit Jan gespielt, ne? Mhm. Der hat einfach gemalt während des Streams. Aber das habe ich mitbekommen. Dass gemalt. Da warst du irgendwie als Facecam im Transitbus drin. Ja, er hat gemalt, nicht ich, Alter.
Also wie? Okay. Ich mal doch nicht beim Zocken, Digga, so sehe ich aus. Ja, bei dir weiß man nie, ne? Du bist schon so ein komischer Kerl. Ey, du hast einen Perma-Perk. Ja, Mann, ich hab jetzt endlich Perma-Perks. Weißt du, was ich meine? Grabstein, Perma-Grabstein. Ja. Endlich, Alter. Ah, wieso bin ich rübergegangen? Warum, was wolltest du denn? Packen. SOU-Pack, SOU-Pack, ne? Moin, Nico, der Nico. Ja, das mache ich jetzt. Steht als nächstes auf der Liste. Nico, sei mal so lieb, bitte, Digga, und schick mir nochmal deine Adresse. Ernsthaft. Weißt du, ich muss dir was erzählen, Dennis. Der Nico hat Perkflash bei mir bestellt, ne? Und dann habe ich das gesehen und habe natürlich gesagt, Alter, als jahrelanger Bruder musst du doch keine Perkflash. Ja, das ist mir das war vorgestern schon gehört. Hab ich gar nicht gesagt. Doch, hast du. Ja, lüg doch nicht rum, Mann. Wie ein Zigeuner. Ja, normal wie ein Zigeuner. Ey, Quatsch. Ey, ich hab richtig Bock auf Shadows, Mann. Richtig Bock. Ja, machen wir morgen, okay? Wenn das heute nichts wird, dann... Also, wenn das heute was wird, dann machen wir morgen. Also, ich hab Roto Shotguns die ganze Zeit im Nacken. Egal, du kannst ja zwei Sachen gleichzeitig machen. Muss ja nicht eine Sache begrenzen. Ne? Meinst du? Ja. Das Spiel war richtig schön langsam und genießen die Earlys bei... PDW, ja? Dann pack ich mir die PDW. Oh, ich packe. Wollen wir knifen? Oh, ja, bitte, aber ich hab. Ja, doch, können wir knifen. Nimm Dampfschleuder. Ja, meine steht aber noch drüben. Ich muss da noch rüber erstmal. Genau, geh einfach rüber, Cousin. Ich weiß nicht, wenn man mit Sally schießt, kann man. Bekommt man auch. Hey, lass das mal lieber. Ich hab nicht geschossen, aber. Nur als Frage. Ey, dass man so gestoppt wird, ist so krass, ne? Ja, Mann. Brutal, sagst du, ne? Unnormal sogar. Warte, da wird gerade irgendwas von dir hier gefragt. Ja, danke! Ich muss mal eben hier... Oh. Maximale Munition! Fragst du mal. Dennis, ich soll dir von Nico sagen, das war vor 10 Monaten. So. Irgendwer hat da gerade irgendwas geschrieben. Welche Map spielst du in BO4 zuerst? Bitte antworten. Ja, das ist eine gute Frage. Da ich ist, lieber dich. Ich mag das nicht, wenn die so viele Maps auf einmal rausbringen. Ja, aber 4 Maps ist schon krass. Ja, finde ich nicht cool. Also, du findest das super? Also Videos machen wird nicht so super sein, aber ansonsten finde ich das schon geil. Ist halt Content ohne Ende, ne? Ja, so siehst du das. Ich als ehemaliger YouTuber sehe das ein bisschen anders. Ich viel Spaß habe an den Maps und... Ja, das meine ich ja, Content ohne Ende. Also nicht Content auf YouTube, sondern Content ohne Ende als Spieler. Ah. Also wenn die eine Sache ausgelutscht ist, bam, neue Sache, boom. Nee, also? so ist es ja leider nicht. So macht man es ja nicht. Man wird alles durcheinander spielen. Also ich werde mit dem World of Despair anfangen. Warum? Komm, ich hab Bock auf die Titanic. Alter. Ich auch, Alter. Jack! Komm zurück! Komm zurück, Jack! 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 Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Jack wird, ach, Jack, Kevin wird Synchronsprecher bei Titanic 3. Bei Titanic 3. Ich bin mit Tastatur, ja. Was? Sorry, ja, aber. Der Lift ist da, Alter. Geil. Die sind Lags, Alter. Wieso kommen die überhaupt? Unverständlich. Mist, jetzt haben wir hier schon wieder die Tür offen. Das ist ja nicht schlimm. Ich habe die letzten schon aufgekauft. Ne, die hier. Ach so, ja gut, da spawnen die unten, ne? Das ist eklig, aber ist nicht schlimm. Können die Dampfstoffe nehmen. Auch. Ja, doch, klar. Aber in die andere Richtung, bitte, Alter. Extra nicht. Ich muss gleich noch einmal PDB punchen. Dann nicht Set.
zurück? Was wenn nicht? Ich fand den Film Titanic irgendwie voll nice. Wenn du dir das mal vorstellst, auch Jurassic Park, Alter, wenn du dir das mal überlegst, was für ein Jahr dieser Film ist. Die Dinos, was der Effekt, das musst du dir, ja, musst du dir mal heutzutage noch angucken. Das sieht einfach richtig nice aus, vor allem, die haben das ja damals, glaube ich, nicht mal mit Greenscreens oder sowas gemacht, sondern mit, mit Greenscreens, mit genau Greenscreens und kleinen Puppen, die dann einfach, zu denen einfach richtig krass rangezoomt wurde, mit so richtig hochauflösenden Kameras früher. Hey, nein, Alter, das waren große Puppen, ich habe es gesehen, der T-Rex, der steht in, welchen Freizeitpark war denn das? Universal oder so in Hollywood? Das. Irgendwo steht der Dino rum. Ah, ob die jetzt alle groß waren, weiß ich nicht. Ja, aber... Moin, Freezy, moin. Stan, moin. Pedros, moin. Ich schau Twitch, moin. Like, moin. Oh mein Gott, Dennis, I kill you. Ah, ne, Dennis is kill you. Ne, Dennis kill you. The Real Remix, YouTube. Heather. Mether und... Sama... What? Dama get don't what the fuck, Alter. Don't Twitch halt. Hi. Ihr wisst ja, was Kevin für Problemnamen hat immer so. Digga, er schreibt einfach seinen ganzen 40 Buchstaben langen Namen in 1, Alter. Und du musst es dir dann auseinanderflippen. Und Alter, mach zusammengeschriebenen Namen, Alter, wo man dann selber herausfinden muss, was es heißt. Und schreibt bitte mal bei Dennis. Wir sehen, wie er es meint. Ah, ich weiß schon, wie er es macht. Er liest erstmal leise für sich, entschlüsselt das und dann liest das laut. So, jeder denkt, er ist. Ich sag's ja, 90% der Namen, die bei mir im Chat geschrieben werden, die entziehen sind Bots. Boah, was? Boah. Kevin, nee, was tust du damit? Ich entziffer den, ne? Ich sag schon, wie die wirklich heißen. Ich hol mir gleich einen Taser. Weißt du warum? Interessiert mich. Ich war nicht mal in der Box, Alter. Warst du schon in der Box? Nein. Er ist aus dem Nichts gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich töten soll. Warte mal. Mit der Dampfschleuder. Ja, normal, aber die muss ich erstmal aufheben und. Sie steht da. Ganz komisch. Jetzt hab ich's. Ich freue mich, dass meine Leistungen gewürdigt werden. Warum ist der Timer erkennen? Das ist der Timer für BO4. Du hast einen Timer für BO4 drin, ne? Normal, ich freue mich richtig drauf. Viele kommen in den Chat und fragen, wann kommt BO4 raus? Ich lieber dich! Aber eigentlich sollte in den Chat und fragen, wann kommt BO4 raus? Aber eigentlich sollte auch jedem mittlerweile bewusst sein, dass es am 12. So, eigentlich. Ich weiß nicht. Hey, vielleicht wissen das nicht alle. Spielst du eigentlich mit FOV? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Nee. Achso, dich fragt einer oder was? Nee, ob du. Ich? Nö. Oder hab ich's angemacht? Weiß ich gar nicht. Grüße gehen raus an die 5 Monate. Ja, der Asuna grüßt die 5 Monate. Von mir auch liebe Grüße. Von mir auch. Boah, Ich rutsche jetzt, ne? Wenn ich sterbe, dann Bein, bitte. Ah ja, ein Revolver in der Kiste. Ah ja, Müllkick. Kann ich sogar nehmen. Weißt du, was ich aus der Box möchte? Affen. Genau, ich möchte Affen aus der Kiste haben. Wer liegt ein Drop? Ich möchte Affen aus der Box. Da ist jetzt was los auf YouTube, du. Wie? Das hat nicht mitgekriegt? Was denn? Womit? Meinst du mit dem EU-Gesetz oder was? Jetzt ist echt hinterm Mond, Alter. Ja, was meinst du denn ganz genau? Es gibt vieles, was auf YouTube momentan noch ist. Meinst du? Ja, was meinst du denn? Also weißt du es echt nicht oder trollst du mich? Du trollst mich gerade. Nein. Doch. Weil ich nicht. Nein. Ja doch. Worum geht's denn? Dr.
glaube, Banks, deine Mutter macht Vlogs jetzt. Ja, guck. Weil. Weil sie möchte. Nein, nein, hör mir zu. Weil sie möchte ihre Schwangerschaft in Vlogs festhalten. Aha, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Weil Dr. Banks hat seine Mutter gefickt. Und die ist jetzt schwanger, die Nutte, Digga. Alice! Glaubst du nicht? Dennis, ich sag's dir, Digga. Die macht jetzt Vlogs. Die macht Koop mit Bibi, weißt du. Digga, ehrlich. Was, Alter? Ich sag's dir. Du glaubst das nicht. Die macht Koop. Weißt du noch, auf der Gamescom, hast du schon mal Dr. Banks gesehen, was das für ein kleiner Gnome ist, Alter? Ja, der ist schon so ein Lurch, ne? Der ist schon, also der ist schon... Ach, Digga, der ist richtig klein, Alter. Richtig süß eigentlich. Ich weiß nicht. Wie er mit seiner Piepsestimme dann so von unten guckt und sagt, ey, ich will nur Geld haben. Schon witzig, Alter. So ein Wichser. Jungs, ja, ich muss euch was sagen. Ich höre auf mit YouTube. Nee, das ist nichts für mich. Ich höre ganz auf. Okay, kein Problem, Ben. Geil, Jungs. Man sieht sich. Man sieht sich. Und dann, Alter, gehst du gucken. Meld dich, wenn du so Geld brauchst. Nein, nein, und dann so irgendwann siehst du, Alter, auf YouTube einfach schon Minecraft-Kanal mit, keine Ahnung, 50, 60, 70.000 Abos. War schon alles geplant von ihm. Ah, okay. Ja, ja. Er hat sich den Minecraft-Kanal schon gemacht, da. Ich brauche etwas. Ey, da ist noch eine Dampfschleuder von mir. Bist du auch schon rüber gejumpt, Urs? Ne, noch nicht. Ich bin noch beim Schlacken. Ich hab mir gerade geholt. Kannst du. Aha, da bist du, okay. Jetzt hier auch von meiner Seite. Oh, warte mal, ich treffe die. Weiter, wenn. Meinst du den Turm aus? Das war gut, Digga. Nix vom Turm aus. Hast dich mit dem Falschen angelegt? Vorsicht, ich weiß nicht. Ich hab sie getroffen, Digga. Dennis. Ja, du bist ein Held. Ich feier dich. Ach, du weißt gar nicht, wo ich stand. Sonst würdest du mich echt feiern, Digga. Würdest du jetzt direkt weg, Dick, auf die Stirn tätowieren lassen. Niemals. Doch. Niemals. Nein, guck mal, du feierst mich auch nicht auf den ganz spontanen First Try Jump, ne? Deswegen feier ich dich. Oh, ich feier dich richtig. Ich feier dich richtig, Digga. Ehrlich. Ja, das ist easy. Man muss nur eine Stelle anvisieren mit der Maus. Vor allem am PC ist das richtig easy. SMR. Kap 40. Beste Waffe Kappa. Der hat ja schon das Kappa im Namen. Kap. Viele Waffenexperten halten das für den besten Revolver, den es je gab. Und ich höre eindeutig dazu. Also dezenter geht's wirklich nicht mehr. Kaboom! Hast das Spiel auf Deutsch, ja, ne? Wunderschönen guten Abend, Suicide Victory. Ich habe das Spiel auf, ja, auf Deutsch, ja. Auf Englisch. Also, kann doch einstellen, wie ich möchte, Alter, oder nicht? Naja, kannst du. Also, wenn du World Key hast, ja. Was? Ich kann doch einfach bei Option, Einstellung, Sprache und dann auf Englisch stellen, oder nicht? Das weiß ich. Was ist geil? Ah, nee, da hab ich mich wohl verliebt. Die Gamer-Gurke, wo ist die? Wo ist John? John ist nicht da. John kenne ich gar nicht mehr. Also, ich kenne ihn schon noch. Ich meine, aber er ist. Aber der ist nicht da. Der ist nicht da, oder? Das wäre zu nice, Alter. Der Zombie hat Angst. Der, keine Ahnung, was mit dem Zombie abgeht, aber der hat echt Angst. Jan, die Gamer-Gurke. Ich finde. Ist nicht da. Drehschlussmechanismus dieser Waffe verbessert. Ach was, hast du dich umbenannt? Also jetzt möchte ich wirklich nicht in der Haut eines Zombies stecken. Ah, moin, na, Jan? Wie heißt du denn? Wie er heißt? Das soll er, ich weiß nicht, das gehört sich nicht, das Alter. Guck mal, er hat sich umbenannt von die Gamer-Gurke in diesen Namen jetzt, weil er, das muss ja einen Grund haben. Ich möchte ja anonym bleiben. Deshalb soll ich das, darf ich das, ich weiß, das kann er dir, wenn er möchte, selber sagen, Dennis, aber man gibt sowas nicht weiter, ne? Was denn? Du bist ein richtiger Monk, weißt du? Warum? Nur so, Mann. Ich tu mir jetzt einen Taser. Wie teuer ist der? Habe ich noch Geld dafür? 30.000 kostet. Dennis, bitte nicht so übertreiben. Ja, 50.000. Gucken auch Kinder zu. Ja. Also jetzt wirst du... Das wird jetzt albern.
100.000, sorry, mein Freund. Kommt mir noch leisten, 6.000. Dennis. Elbern. Weißt du, wir können auch im Schacht spielen. Alter, das können wir echt machen. Mach ich 10.000, 18.000, 20.000, 35.000 Kills, Digga. Lass mal machen. Schach. Lass mal im Schacht spielen. Ja, komm, jetzt direkt, Alter. Runde 12. Na, egal, komm, dann quatsch mal ein bisschen. Kannst malen und so im Hintergrund. Kannst machen, wie du möchtest. Okay? Ich bin schon auf dem Weg in den Schacht. Warum? Kannst du diesen Überjump da machen. Mach ihn doch nochmal. Kriegst ein Perkset dafür. Nö. Alter, wir gehen jetzt in den Schacht, Alter. Ich mach einfach so instant so. Mein Gott, Alter. So viele Kills machen. Oder wollen die Leute das nicht? Doch, lasst uns mal. Jungs, kommt. Lasst mich fertig werden mit World of Shotguns Live. Ey, es gibt so viele coole Sachen, die ich spielen will. Es gibt so geile Custom-Maps. Es gibt so geile Sachen und so. Und es kommt BO4 und so. Und, es, und die ich Zeit möchte Evil spielen, Koop Black Ops 3 mit Dennis. Jungs, bitte. Lasst uns im Schacht spielen. Das geht schnell, ich sag's euch. Weil Kevin will so schnell wie möglich seine Shots und Guns. Jetzt mittlerweile ziehe ich das ja nur noch durch, weil ich mein Wort halte, weißt du? Aber ich weiß, du wolltest dieses Projekt eigentlich schon vor, boah, lass mich nicht lügen, 2 Jahren starten. Locker. Locker. Aber du hast es gestartet, das ist schon mal nice. Ja, frag Vectic 2 ist auch am machen. Ich habe schon 50 Kommentare rausgesucht. Ja, ich habe doch mal vor fünf Jahren habe ich doch mal ein Video gemacht, da wo die Leute mir Fragen in den Chat schreiben konnten, ne? Da ja, ich kenne Fragen rausgesucht halt. Ich kenne dich. Oder ich weiß nicht wie alt, aber ich habe mir da immer Fragen rausgesucht. Ja, aber es kommen bestimmt immer wieder neue Fragen dazu, oder? Ja, die habe ich aber nicht genommen, das zählt ja nicht. Frag weg, das ist ja einfach 5 Jahre. Ja, deswegen, es kommen ja bestimmt immer wieder neue Fragen. Ja, Lena hat absolut nicht viel Sinn, so gar nicht. Was ist mit Lennart? Lennart, kennst du Lennart aus Sheldon und Cooper, genau. Aus ja, was ist, denn? Was ist denn mit dem? Ich mag Lennart, er hat eine sehr schöne Freundin. Magst du Penny? Kaum, die sieht schön aus, ja. Ist eine hübsche Frau. Hast du dir schon mal auf Penny einen runtergeholt, Digga? Sei mal ehrlich. Das nicht, nein. Okay. Ehrlich. Ja, ich glaub dir das. Muss mal Penny Nudes eingeben. Nein, Quatsch. Wir können dir gerne mal C-Fact und dann die sagen nix. Nein, Digga, ey, du findest alles, wenn du Nudes eingibst. Gib einen Mann. Angela Merkel Nudes, Digga. Du, ich schwör's dir. Von jeder wo Frau gibt's Nudes. Du? Hä? Warum, wo bin ich? Geh doch gucken, Digga. Ich bin im Schacht. Was, bist du? Im Schacht. Digga, was machst du denn im Schacht? Hä? Willst du mich verarschen? Oh, ja, nur mal schießen. Leifen. Nee. Oder hättest du die 2000 Punkte gerne gehabt? Ja, will ich haben. Aber ich kann ja gar nicht mit der Dampfsteuer darüber. Trotzdem, will ich haben. Nein, ich hab schon geschossen. Ist mir egal. Glitscht schon wieder ein Tier rum. Ich hab schon wieder Angst, Alter. Dann komme ich mal zum Schacht. Kelly Kuku, genau. Kelly Kuku heißt sie. Wer heißt du? Penny. Ah. Wie heißt sie? Kelly Kuku. Dann passt der Spitzname Penny ja überhaupt nicht. Wo bist ja, das du ist kein Spitzname, Alter? Das ist... Dennis, das ist ein Spitzname. Komm, Alter. Coco. Oh. Coco. Backstage 2 kommt morgen. Bockchamp. Moin, Hans Granznack, Alter. Nee, aber ich könnte. Also nein, morgen nicht. Aber ich könnte wirklich hier machen. In 8 Jahren kommt das Special. 2 Fragen kommen dann vor. Hey, frag weg, Dick, Alter. Eine Frage beantworten, das wäre nice. In Parts aufteilen. Pro Frage ein Video. Ja, aber ganz stumpf, Digga. Einfach ja. Nein. Das Video geht los und dann heißt es einfach, keine Ahnung. Und geht's direkt los mit Frage vorlesen. Nicht mal Hallo oder so. Oder doch, man könnte so sagen, Fragfactic 2, die erste. Und dann die Frage. Da. Ja, nein. Wann kommt denn Fragfactic 2? Ja, wollt ihr es echt noch haben? Also,
Mach ich mich? Boah, darf ich moderieren? Darf ich die Fragen stellen, Mann? Mach ich mich damit nicht nur lächerlich irgendwie? Quatsch, warum denn? Na gut, ich meine, ich habe hochgeladen, wie ich auf der Toilette sitze und... Hast du das Video gesehen? Natürlich. Wo ich das hochgeladen habe, Dennis, und das ist jetzt, ich lüge nicht. Hand ich weiß, Herz. Du hast gecheckt, ob man das unzensieren kann. Ein oder zwei Stunden lang habe ich gegoogelt, Alter. Das ist jetzt kein Witz. Ich habe wirklich so lange gegoogelt. Aber es wird ob dann man, halt zur Rohdatei, ne? Ob man verpixelte Sachen wieder entpixeln kann, habe ich gegoogelt. Aber es geht nicht. Ich bin jetzt schlauer. Weil es macht einen Pixel und in dem Pixel sind nochmal 4 Pixel und in den 4 Pixeln sind nochmal 8 Pixel und... Ja, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass du aus einer Rohdatei eine andere Rohdatei machst und diese Rohdatei kannst du nicht entrohen. So. Entrohen? Entrohen. Dennis, ich liebe dich. Entrohen aus Gläsern trinken ist gesünder. Cola aus Gläsern trinken ist gesünder. Was hast du noch gesagt? Ich hab sogar meine Rap-Tracks hochgeladen, genau. Kannst du mal sehen, was Lass weg, Rap-Tracks. Meine Rap-Tracks. Also Rap-Tracks. Also ich hoffe immer noch, dass dass Marcel Althaus mich disst, mein irgendeinen YouTuber-Track. Meinst du, hoffst du auf Pabus? Was? Hoffst du auf Pabus? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann ändere ich einfach mein Programm auf Kindergarten. Ey, meinst du, irgendjemand hat ihm das Video geschickt? Nö. Ich habe mit ihm geschrieben. Ach so, dann... Alles cool, Digga. Ey, ich will nochmal get the back. Das war ja Werbung, ne? Für den Product Placement. Gratis, Digga. Ja, im Endeffekt schon. Leute haben das gesehen und denken sich, Alter, wenn Mac-Dick sich damit den Arsch erwischt, dann muss das richtig gutes Klopapier sein. Und dann haben die sich das wahrscheinlich auch gekauft. Ey, mach mal, Alter. Ich hab keine Ahnung mehr, Dennis. Ja, dann komm. Versenken, Alter. Jetzt fangen wir hier aber früh an. Was willst du denn sagen? Ist noch nicht unpatched. Oder wie sagt man das? Ist noch nicht unpatched. Das Ding ist, das muss man ja auch hier nicht machen, weil hier ist das ja geil, wenn immer wieder ein neuer Slick kommt. Aber du kannst ja auch hier anpatchen, bloß weißt du. Ey, Digga, you know what I mean, ja? You know what I mean, my friend. This is what I'm talking about, bitch, ja? Digga, ja. Das ist es doch. Weißt du, ich will ja, dass die immer wieder einen neuen Slick machen. Ach, Kevin, sehr ruhig. Ich werde jetzt mein Programm echt ändern. Ich werde jetzt nur Musik auf meinem Kanal. Ja, auf jeden Fall. Lass meine Zombie-Rap-Track aufnehmen, Mann. Und dann daraus ein Album machen, komm. Zombies in my dreams, man. Meinst du? Dann nochmal. Dennis, ich hab mir schon überlegt, Alter, ne? Warum lachst du jetzt schon? Weil ich weiß, es wird einfach noch behindert. Jetzt mag ich's nicht mehr sagen. Hoffentlich kannst du sie töten. Jetzt, oh, ich hab ja noch Ammo, Alter, eine ganze RPD. Ne, jetzt mag ich's nicht mehr sagen. Doch, komm, sag. Doch, komm, Bruder, mach nicht diesen. Nein, jetzt möchte ich es nicht mehr sagen. Doch, jetzt kannst du sagen. Jetzt nicht mehr cool, du hast schon gelacht, bevor ich irgendwas gemacht habe. Nee, ist mir egal, Mann. Kannst du sagen. Ist doch alles cool zwischen uns. Und wenn ich es jetzt sage, dann ist das nicht mehr witzig. Weil du schon gelacht hast. Nee, ich kann ja nochmal lachen. Die physisch gesegneten Mitglieder der Gruppe dieses schwere Ding tragen. Mike, das mache ich gleich, ja. Warte, ich kann jetzt kurz raus haben. Kevin hat eh die Slick. Was denn? Komm, wir haben wieder PTW-Ammo, Digga. Gib Gas. Ja, warte, ich. Warte, Dampfschleuderregel. Warte ein bisschen ab, Mike. Ja, warte ein bisschen ab. So. Dann. Willst du wieder PTW ballern? Nee, ja, Quatsch. Ach, Quatsch. Ammo.
Dennis. Ja, warum? Guck mal, du hast ja... Oh, warte. Maximale Munition. So, warte. Wie lange machst du jetzt YouTube? 2012. 2012 hast du damit angefangen? Ja. Okay. 21.04.2012. Okay. Warum? Ja, ich überlege gerade, weil... keine Ahnung. Ich kann ja auch einen YouTube-Kanal zusammen machen. Ich bin eh inaktiv. Mein YouTube-Kanal, das ist schade. Nimm ihn. Mach was. Habe ich Jan schon gefragt, aber Jan will jetzt seinen fertig machen. Ich weiß es nicht. Ist immer so eine Sache, ne? Man will dann seinen eigenen nicht aufgeben. Wie viele Abonnenten hast du jetzt? 28.000, irgendetwas. Bester Song, um zum Arbeitsamt zu gehen, yo. Welcher? Bitch, ich fahre einen Baba-Bahn oder was? Mit welchem Lied gehst du gerne zum Arbeitsamt? Weißt du, Kevin, das Problem dabei ist, dass die Zuschauer das selbst nicht akzeptieren würden. Meinst du? Nein, ich glaube nicht. Weil die wollen ja, die haben ja Vectic abonniert und nicht TLAC. In der Hinsicht, weißt du? In Wirklichkeit wollen die nur Nudes sehen, Digga. Ja, das stimmt doch. Jeder will Nudes sehen. Aber was wolltest du wegen Rap sagen? Ne, weiß nicht, jemand hat geschrieben, nicht jemand, Alter, Jan hat geschrieben, er fährt ein geiles Lied, um zum Arbeitsamt zu gehen. Ich wollte wissen, was für ein Lied. Nein, als du dich geniert hast. Ganz Spaß. Ah ne, Hans ganz nackt. Als ich was wollte ich sagen? Du hast dich geniert. Wo? Als du irgendwas sagen wolltest. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du meinst. Dass wir zusammen Rap aufnehmen, zusammen Rap. Ah, du willst rappen? Normal, lass machen, komm. Aber Lena singt die Hook. Normal. Oder Nate Dogg. Einer von beiden. Ich sag's dir. Nate Dogg bringt mehr Geld ein. Müsste Lena singen, eigentlich wollte Nate Dogg die Hook singen. Nee, also. Echt, wir wollten Rap machen? Keine Ahnung, ich denke schon, oder? Kannst du rappen? Ich versuch's. Mit Autotube geht alles. Biggie, 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 can't you see? Gute Nacht, Tricksmokes. Gute Nacht. Du willst rappen, ja, Dennis? Ja, in willst du ja von KFCs Underground, not Mainstream Skill was abschneiden, ja? Na, normal. Ich will mir echt Fame up grabben, Alter. Von KFC hat eine Fanbase, Digga. Ich bin im Untergrund sowas wie der Hurenkönig. Kevin, danke. Ich hieß ja damals Vectic aka der Hurenkönig. Nicht dein Ernst? Doch, es gibt Lieder, da sag ich das sogar. Vectic aka der Hurenkönig, Vectic aka Sonnenbrillenmodel, Vectic aka. Warte, es gab viel, Digga. Der Hurenkönig, Digga, das war das Beste. Du bist es, Kevin. Es gab sogar ein Lied, Alter, das habe ich extra der Hure gewidmet. Ehrlich, Prostituierten. Was auch den Puff, Mann? Hä? Nein, kommst du denn darauf? Muss man in den Puff gehen, um Hurenkönig zu sein? Ja. Nein. Normal. Echt, du kennst das Lied Hurenkönig nicht von mir? Muss ich mir mal angucken. Das gibt's nicht. YouTube wird das gesperrt. Und vieles wieder gelöscht von YouTube. War zu brutal, weißt du? Aber andere Rapper laden da böse Sachen hoch, Digga. Aber ich darf nicht. Also, das ist gemein. Wirklich? So, jetzt haben wir ja alles offen. Kennst das Lied Hurenkönig nicht, Digga? Das hast du mir nie gezeigt, Mann. Ja, das zeige ich auch eigentlich nicht freiwillig. Damit will ich nicht angeben. Bestehend aus nur einem Mann, wenn man das doch nur einfacher ausdrücken könnte. Haust rein, Mike. Wir hier, Alter. Guck mal, die Kills kommen und kommen und kommen. Ja, damals, Kev, sie war schon eine heftige Zeit da mit 14, 16, 15,
Reptilien. Ich würde ja trauern, aber mir ist gerade nicht danach. War schon eine heftige Zeit. Können ja heute Abend einen KFC-Abend machen. Können wir KFC widmen den Abend. Mach ich jetzt alles mal an hier, die ganzen Bilder auf Shuffle, Alter. Hören wir mal hier durcheinander durch hier. Was ich von den Charakteren im BO4 halte, weiß ich noch nicht. Bin mal gespannt. Die MO, guck mal, manche sagen so, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr drauf und so weiter. Ach Quatsch. Ja, normal, aber die haben es noch nie gespielt. Die können es doch gar nicht beurteilen, weißt du? Das BO2 gab es auch keine Helden, Alter. Kein Mensch hat was gesagt. Machen wir heute weg, die KFC-Abend, was? Oder musst du wissen, bei mir läuft Migos-Abend und American Trap. Zap-Hype. Hat doch gar keiner gesubbt, oder? Nö. Kam der Donny rein. Von, oh mein Gott, Dennis Keju hat 10er rausgehauen. Schreibt nichts dazu. Danke für die netten Worte und die Unterstützung, Bro. Kalle hat auch 30 Monate rausgehauen. Danke, Kalle. Und Big Bratwurst. Big Bratwurst. The Real. Hat 10 Monate rausgehauen. Dankeschön. Es weist alles darauf, Alter. Ich hab das alles nicht vorgelesen, Dennis. Ah, du bist ein Held. Du hast es drauf. Olli ist da. Moin, Crossminer. Hallo, ich bin Wolverine. Hallo, Wolverine. Alles Frettchen bei dir, Digga. Dennis? Ja, bitte. Ich glaube, guck mal, er sagt Dennis und sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, BO4 wird richtig scheiße. Das beschissenste Game, das jemals rausgekommen ist. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf. Weißt du? So absolut gar keinen Bock. Weißt, es gibt keinen Juggernaut, Kevin. Ja, und es gibt neue Helden. Ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ich cancel die Bestellung. Sorry, hast du das Spiel bestellt, oder was? Klar. Dein Ernst? Ja, David hat mir nicht geantwortet. Ich habe das letzte Mal Call of Duty gekauft. Die letzten Teile habe ich mir auch nie gekauft, die habe ich auch bekommen, aber David hat mir dieses Mal nicht geantwortet. Black Ops 2 war das letzte Call of Duty, was ich mir je gekauft habe. Was ist bitte ein Malzbier-Spinner? Es gibt doch diese Spinner. Ey, komm, kennst du, Jan, bitte. Kennst du nicht diese Leute, die Alkohol trinken? Und nach einem Bier so tun, als wären sie über drauf, Alter, als wären die richtig Hacke. Kennst du das nicht? Es gibt ja solche Spinner, Alter. Ich meine jetzt, ich rede nicht nur von 16-Jährigen oder so. Es gibt auch Erwachsene, die so sind, Alter. Ja, das ist ein Pseudo. Pseudo-Betrunkenheit. Ja, die sind richtig drauf, Alter. Man kann. Kennst ja von. Ey, ganz kurz. Gut hier, wa? Kennst ja von. Lieber ja als Dankesverein. Von, Big Bang Fury, wenn Raj. Nein. Alkoholfreies. Wie natürlich kenne ich Raj, Digga, Mann. Meinst du den Inder? Nee, den Deutschen. Digga, weißt du, was gerade hier passiert, Dennis? Was? Wollte ich dir sagen? Was passiert hier? Ich glaube, Olli hat 5 Subs rausgehauen. Ja, hat er auch. Ich sehe es gerade. Case hat 15 Euro donated. Case, ganz ehrlich, Bro, ich vermisse dich, ne? Vermisst dich, wir müssen mal wieder zocken. Ich habe letztens einen Livestream geguckt und dabei gechillt. PUBG hast du gezockt. Ich habe so gechillt, Digga. Hast es nicht mal mitgekriegt, dass ich da war. Habe ich auch nichts geschrieben. Ich war einfach nur da und habe gechillt, Alter. Liebe geht raus an den Case. Das sagt Marcel immer, ne? Liebe geht raus. Sagt das Marcel immer? Welcher Marcel? Monte. Wie viele Marcel? Ich weiß nicht, dass jetzt heißt hier, ich mache hier was nach, Alter. Der Puffy 03. Ah, nee, warte mal. Der Case hat ja 15 Euro rausgehauen. Er sagt, moin, was läuft? Ich gönn dir das. Dankeschön, Case. Muss aber nicht sein. Kommst du nach Bern, Case, wenn ich dann in Bern bin? Am 10. Nee, am 12. bis 14. Oktober. Kann man ein bisschen chillen, wenn du möchtest. Würde mich echt freuen, wenn du die Zeit findest dafür. Wie gesagt, ihr seid alle herzlich eingeladen, ne? Könnt ihr nach Bern kommen. 12. bis 14. Oktober. An der Bern Expo auf dem Hero Fest. Ihr findet mich am ASO-Stand. So, da schießen. So, der Puffy. 03. Ne, da muss man mal eben gleich, glaube ich, einer melden. Ich weiß auch nicht. Das ist ja nicht. Das ist Action bei dir, wa? Das waren 10 Subs, glaube ich.
Ich glaube, dass das 10 Dubs waren. Ich habe gerade nur 5 gesehen, aber kann 1, sein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er hat 10 Dubs rausgehauen. Ich pack's nicht. Vielen lieben Dank, Olli, für die Unterstützung. Hätte nicht sein müssen. Die Jungs können auch selber subscriben. Aber ich danke dir für die Unterstützung. Und herzlichen Glückwunsch an Puffy. Quick Kill, Quicke Schwein, Infernox Love, Leganega, Next to Hot, Mr. Astro Hammer Geil, Hassan Black Moslem, Ich Toast, Du Tod, Paul und offiziell Mike. Herzlichen Glückwunsch, Jungs, ihr uns abgeschickt gekriegt habt. Und. Das ist schieß nochmal. Wir haben keine Lampenschreie. Dann hör auf zu schießen. Also. Ob ich noch mit meiner Frau zusammen bin? Natürlich. Also, Chan, was denkst du denn? Hallo, wir haben Kinder zusammen und alles. Hier nochmal zum Alkohol, ne? Das ist ein Placebo. Genau, Placebo. Kannst ein Wasser andrehen. Die trinken das und dann tun die auch so. Aber wenn die so in Bierflasche reintun, das Wasser. Ja, Malzbierspinner. Ja, das nennt man Placebo-Effekt. Schreibt Panda gerade. Panda. Oh, ich sehe es cased. Genau, bedankt euch mal alle beim Oliver. Muss man natürlich nicht. Man muss sich nicht bedanken. Man hat sich das ja nicht ausgesucht, ne? Aber ist, wenn man sich freut, dann sollte man sich auch bedanken. Schnell! Tut nichts! Ah, Phasentransformation. Eine willkommene Änderung deiner physikalischen Eigenschaften. Zombie-Fan, moin! Na, hallo, Daniel, alles fresh bei dir? Lecker Nega, schreibt danke, Couscous. Weißt du, Dennis, warum er Lecker Nega heißt? Warum heißt er Lecker Nega? Das, als ich jung war, durfte man noch Negerküsse sagen. So habe ich das gelernt und das hat man so gesagt. Jeder hat das gesagt, ne? Ich sag's ja, immer noch. Nee, wurde verboten, darfst nicht mehr Negerküsse sagen. Ich sag's und trotzdem, ich bin Bad Boy. Darfst nicht. Und er sagt lecker Neger für, er findet es lecker, Negerküsse zu essen. Deshalb lecker, Negerküsse. Die heißen nicht mehr Negerküsse, die heißen jetzt anders. Dickmanns. Ah nee, durften Dickmanns. Sie auch nicht mehr heißen. Nee, durften sie auch nicht mehr heißen. Schaumküsse heißen die jetzt. Schaumküsse, Digga. Aber Zigeuner-Schnitzel gibt's auch nicht mehr, ne? Hast auch nicht bekommen. Ach, die spinnen doch alle. Ey, ich bin Feind. Das ist seitdem die Merkel da sitzt. Ich sag's dir. What the fuck? Ja, was? Nee, aber hast recht. Ich dachte, ich bin runtergefallen, weil die Merkel da sitzt. Was? Du hast gesagt, ich bin runtergefallen, seitdem die Merkel da sitzt. So heißen die auch. Ich glaube, die Firma heißt Dickmann, oder? Dickmanns. Kann gut sein. Hassaffen. Ich bin auch unten. Ja. Wir müssen eh. Ich werf jetzt einen Affen hierher. Affen. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Da kommen ein paar Cousins. Boah, ich geh mal in Schuss mehr? Nope. Kevin, wir haben so viel Zeit auf diesen Maps hier verbracht, ne Mann. Schauen wir mal. Ich check mal eben, ob der andere Aufzug da ist. Ja! Ja, der ist da. Einer bei mir. Inselstritt. Ah ja, geh du hoch, Cousin. Ich geh mich mit meinen nach oben fahren und du gehst dich mit deinen, okay? Ja. Boah, ich hab ein Low Ammo. Cousin. Musst du Granaten werfen? Nö. Guck mal mehr auf Chat, mach ich gleich, Daniel. Wenn wir mehr Chili Vanilli machen können, wenn wir mehr Chillen haben auf so Schacht, dann guck ich da gleich hin. Wenn sie ganz Dickmanns mehr, oder? Weiß ich nicht, ob die nicht mehr Dickmanns heißen, aber also die Firma hieß Dickmanns, oder? Und die waren von Stock, glaube ich. Die Firma heißt Stock oder so S-T-O-C-K. Ja, so schwarz-rotes Logo, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, so hieß die Firma. Dickmanns, ne, die hießen Dickmanns. Und jetzt heißen die Schaumküsse, glaube ich. Weiß ich nicht. Im Winter extrem, im Sommer extrem gefährlich, die zu kaufen. Ich glaube, gibt's sogar gar nicht. Gibt's auch gar nicht im Sommer zu kaufen. Warum? Wegen Salmonellen? Ü-Eier gibt's im Sommer auch nicht. Wusstest du das nicht?
Nee. Aber das hat nichts mit Salmonellen zu tun. Aber überall nee, kriegst du Salmonellen. Ich sagen, Salmonellen. Salmonellen ist auch durch Hühnchen oder nicht? Nicht durch gegartes Hühnchen. Oder irre ich mich? Ja, oder ohne Verhütung mit Dr. Banks seiner Mutter schlafen. Der musst du echt aufpassen. Nee, ja, durch Chicken. Durch Chicken. Chicken, 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 Chicken. Und, also, ich bin ja, also ich als gelernter Gastronom. Einer von uns. Ich weiß das. Dann musst du mit einem Glas laschen müssen. Nach 21 Tagen bilden sich Salmonellen im Ei. Aber nicht im Ei, sondern zwischen Schale. Pass mal auf, ein Ei hat auch noch so eine Haut innen drin, ne? Genau. Genau, und zwischen Schale und Haut, da entstehen die Salmonellen. Nach 21 Tagen passiert das. Sehr genau. Und das Ding ist, Ü-Eier gibt es 24/7. Nein, ja, in der Schweiz schon, Digga. In der Schweiz schon, da gebe ich dir recht. Oder in Österreich, aber nicht in Deutschland. Nein. Also bei uns schon in den Geschäften. Sicher. Ja. Meinst du, Cousin? Safe. Meinst du? Ich glaube nicht. Im Sommer gibt's kein Kinder-Joy. Scheiß Panda. Deutschland auch. Genau, ne? Deutschland gibt's die auch immer, ne? Genau. Ist echt nicht, Jungs. Was? Keine SAP-Anzeige? Nee, wenn man SAP, wird man nicht angezeigt. Weißt du warum? Weil man nichts Besseres ist. Man braucht nicht denken, man ist was Besseres, wenn man SAP. Ja? Bei mir ist man aber was Besseres. Ganz ehrlich. Braucht hier nicht so abgehoben sein. Nur durch den SAP seid ihr nichts Besseres, ja? Ich werde gleich sterben hier. Also braucht man auch nicht angezeigt werden. Man wird nur angezeigt, wenn man was Besseres ist. Ich werde sterben, Dennis. Ja, ich schieß doch schon wie mit Klopp, oder? Ja, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Dankeschön. Abgehoben hier. Besseres. Wenn man cheert, wird man angezeigt. Dann ist man auch was Besseres. Nein, Quatsch. Zombie-Fan, Dankeschön. Hat einen Fünfer rausgehauen. Schreibt einen Smiley. Einen lachenden Smiley. Dankeschön. Und King Fabo just subscribed. Auch dir vielen lieben Dank für die Unterstützung. Einer von uns. Oh, das Lick geht weiter, Dennis. Mach dir keine Sorgen. Die Kette wurde nicht unterbrochen. Dennis. Ja, bitte. Ich war gerade beschäftigt, ja. Womit? Lass mich mehr Ruhe, okay, ja. Ich weiß nicht. Lass mich in Ruhe. Ich lieber dich. Ich hab gerade meinen Penis rumgespielt. Kennst du das doch? Ja, der muss doch gerüchtet werden. Ich sag meinem Sohn das jeden Tag, dass er mit seinem Penis spielt. Warum lachst du jetzt? Das meine ich voll im Ernst, Digga. Weißt du warum? Warum weil, sonst, die Vorhaut, die wächst, wie sagt man das? Warte, das hat irgendwie eine Vorhaut. Genau, und das möchte ich nicht, dass er es kriegt. Das passiert genau in diesem Alter. Echt? Deshalb lasse ich ihn immer schön mit seinem Pipi-Mann spielen. Ja, in der Badewanne. Ja, und er macht das super. Anderes. Haut nach hinten. Hey, das ist ganz normal, Jungs. Ja, normal ist das normal, an seinem Pimmel zu spielen. Nein, jetzt mal ehrlich, sag nicht Pimmel, Alter, wenn ich mal meinen Sohn rede. Ich sag ihn immer, er soll seinen Pipi-Mann die Haut nach hinten machen. Und das macht er dann auch super, weil mein, wie sagt man, mein Cousin, der ist 3 oder 4 und bei dem ist das halt passiert, der hat eine Vorhautverengung. Oha. Ja, 3 oder 4 ist der jetzt, ja, das ist nicht witzig. Der wird jetzt operiert mit 3 oder 4 und das ist so eine scheiß schmerzhafte Scheiße, Alter. Ja, eine Vorhautverengung ist echt nicht gut. Also, ich hab's nicht, aber... Ich habe schon öfter mal Berichte gehört darüber. Dr. Banks soll das sagen. Oh Mann, <ey. lacht> okay. Was? Warum quietschst du so? Ich quietsche gar nicht. War gerade noch so ein kleines... Lass mich quietschen, okay? Ey! Was ist los, Alter? Hämorrhoiden Henry folgt mir jetzt auf Twitter. Okay.
Beim Urologen erkennst du sowas. Diese Waffe ist sehr ungewöhnlich. Dennis? Ja, Kevin? Ich hab da so ein Verlangen. Welches? Oh, Let's go! Helft dir. Alles für Double Points, du weißt doch. Ja, ich hab da so ein Verlangen, Dennis. Stell mal die Dampfschuhe drauf. Was hast du für ein Verlangen, Kevin? Ja, was wohl, Digga? Ich will mal Analsex ausprobieren mit dir. Ja, was denn wohl, Digga? Ich will eine rauchen. Ja. Was machen wir da? Nein, wir gehen gleich Bruderraum. Ja, genau, wir gehen in den Bruderraum, Digga. Ja, in den Bruderraum, Mann. Aber da werden wir keinen Analsex haben, okay? Für warme Bruder. Und warum willst du in den Bruderraum dafür? Verstehe jetzt nicht ganz. Ja, damit wir einen am Leben lassen können. Hier geht das nicht, oder was? Wie? Kann man hier nicht mit dem Train? Wie? Oh nein, Alter, ich kann keine rauchen. Infernox, bist du eigentlich der, wo ich denke, dass du es bist, dass du der bist, der Infernox den wir denken, den wir auf der Gamescom gemobbt haben. Da aber du, ist der, ist Infernox da doch irgendwie innerhalb von 2 Stunden irgendwie... Warte, mit dem Hotel und dass er innerhalb von 2 Stunden zum Hotel gekommen ist. Obwohl er noch gar nicht wusste, ob er Tickets für, ob er ein Hotelzimmer bekommt. Ja, genau. Ich weiß doch, der Nico, Alter. Wir gehen mit der Nico auf die Gamescom. Nie wieder. Er nimmt sich für eine Woche Geld mit. Lass mich erzählen, Dennis, bitte. Er nimmt sich für eine Woche Geld mit. 100, 200, 300, ich weiß nicht mehr. Hotel hat er schon bezahlt, dann hat er, glaube ich, noch 300, 400, ich weiß es nicht mehr. Erster Tag Gamescom, ganze Geld weg. Hat sich Dragon Balls gekauft. Ich komme nicht zum Uni. Dann hat er kein Geld mehr für Essen, Alter. Und wir sagen, ey Nico, warum hast du dein ganzes Geld für Dragon Balls ausgegeben? Ja, ich muss nicht essen und so, ist kein Problem. Ja, war das jetzt so wichtig mit den Dragon Balls? Ja, die sind echt nice und so, guck mal. Ja, und essen? Ja, nee, muss ich echt nicht. Kein Problem, Jungs, macht euch keine Sorgen. 2 Tage später, ey Nico, willst du nicht mal endlich was essen? Hast du Hunger? Komm, ich kauf dir was, Alter. Nö, ich brauch nix. Das war so geil. Oh, so arm, Alter. Die ganze Woche noch vor sich, Alter. Nö, ich hattest muss du, noch essen. Richtig geil eingeplant, das Geld, Alter. Hast nicht. Du hast uns doch die komplette Pizza ausgegeben, ne? Also auf ich hab allen Personen, die da waren. Wer waren alles da? Boah, da waren Simone. Wie hieß er? Der Typ? Wer? Mit dem Simone kam? Arix. Hieß der so? Boah, kann gut sein. Arix. Ich glaube, der hieß so. Also Simone, Arix. Dir. Viti war auch da? Nee. Nee. Doch. Nee. Jan? Nicht Jan. Nee, Jan war. Ach, keine Ahnung, wer ist da, war Nikos Cousin oder Freund? 7 oder? Leute, glaube ich, oder sowas. Hast du echt nicht mehr auf die Gamescom? Ich möchte nicht auf die Gamescom gehen, nein, ehrlich nicht. Da ist echt null Bock drauf, kein Interesse, sorry. Ich war auch die letzten 2 Jahre und ich habe da auch nicht viel Interesse. Echt nicht. Oh, der Case hat auch noch Subscribe to Monster World, dankeschön. Wer ist das? Wolltest du ganz Zeit jetzt hier bleiben? Oder wollen wir Untergrund irgendwann? Ja, ich hab Verlangen, weißt doch. Ja, so, ja, komm, machen wir diese Runde fit. Du zuerst oder ich? Ich rauche nicht mehr. Aha, ich meinte, du redest vom Rauchen, okay. Bis welche Runde wollt ihr kommen? Ach, einfach so ein bisschen da denn. Abschüsse. Hast du schon 1300? Echt? Hm. Habe ich Shotguns nach der Runde. Das wird ja die legendärste. Das wird das legendärste Shotguns-Finale ever. Ich habe, glaube ich, 10-mal Dr. Banks beleidigt. Über Vorhautverengungen geredet. Genau. Über Gläser ist es gesünder. Ne, so einiges. Über Kevzi, aka den Hurenkönig. Geredet. Ah ja, wir können, wenn dann machen wir jetzt volle Programm und hören uns den ganzen Abend noch KFC an, Alter, oder? Ja, das wird unmoderat und das wird nicht mehr erlaubt sein in Deutschland. Warte, ich will mich gerade raustabben.
krieg, pass auf, ich krieg Urheberanspruch, wenn ich das dann hochlade. Wer witzig, oder? Ja. Von wem habt ihr eigentlich die Beats damals? Ey, warte mal, stopp. KFC könnte aber Vectix spreaden. Ja, das KFC könnte, ist ja eine eigene Person. Aber kein eigenes Unternehmen. Eine eigene Person, das reicht ja. Ich habe 4 Personen in mir. Ich bin Vectic, ich bin KFC, ich bin Sabor auf Chatubate. Ich bin. Oh, oh, mach mich nicht fertig, Mann. Oh, no. Ey, ich hab. Dennis, ich bin offiziell Chatubate-Streamer. Ich hab gestreamt. Mit, ja, ich auch. Unter meinem Namen Sabor. Ja, ich auch. Unter Chatubate. Ja, das ist peinlich, Digga. Komm, ich hab Verlangen, Digga. Komm. Nee, warte, warte. Achso, ist der letzte. Nee, gar nicht unter ZZC. Also solo. Ich könnte das ja auch. Ich könnte auch Roto Shotgun auf Chat Your Mates streamen, ja. Wie Broadcast. Das wäre so geil. Der Motor geht an. Ich könnte. So, du pass auf hier auf, oder was? Wo soll ich hingehen? Dann geh mal oben in die Ecke oder so. Warte, bleib mal hier. Bis er hier ist bei mir. Ja, warte, wenn ich jetzt. Ah, nee, der jumpt ja hoch, glaube ich. Warte, ich kann hier stehen, Cousin. Na ja. Ah, das fehlt ja was. Also, Jungs, haut schon mal den Chat voll, damit es hier nicht so langweilig wird. Wenn Kevin weg ist, kann ich euch mal was vorlesen. Vectic Zombie schreibt: Wieso ist deine RPD nicht gepuncht? Ja, weil das war gar nicht geplant, dass ich die habe. Ich wollte eine. Ich wollte eine T-Gun haben. War gar nicht geplant. So. Gehen wir wahrscheinlich eine rauchen. Ich weiß noch, als du auf ChatGPT gestreamt hast, Alter, das ist herrlich. Ey, Kevin ist so ein Held, ne, was das angeht. Ich sag's euch. Jawohl, Zombie-Fan, was gibt's? Nice, weil ich hab die Nachricht schon von Mike gesehen. Ich hab ihm schon geantwortet. Nee, sorry, Daniel. Oh, Dennis. Oh, Maya. Mego. Ist es ein 24-Stunden-Stream? Nee. Steht der Timer deiner Facecam für den. Yes! Rainsmoke, das ist der Timer für den B4 Release. Voll die Nostalgie, in der ich gerade schwebe. Ja, Leute, so soll es sein. Das wollen wir hervorholen. Hallöchen, Dirty Ghetto School Life. Sehr fresh, Ego, sehr fresh. Ey! Motivier mal Kevin, mehr auf Chats gucken. Bekommen wir ihn nicht. Ich werde das aber auch demnächst mehr machen, dass ich weniger auf Chat gucke. Jungs. Ich werde zwar auf den Chat gucken, aber weniger. IW-Zombie-Muss habe ich gegrindet, ja. Ich bin sogar Level 100. Wenn ich mich nicht irre. Level. Ja, Zombies in Spaceland war unnormal nice. Und Raven, Zombies in the Raven, nee. Raven the Redwoods war auch nicht. Könnt ihr heute noch Origin spielen? Nee, ich glaube nicht. Wir spielen nur Darius. Zombie in Spaceland war mega, aber danach war irgendwie langweilig. Ja, also ich fand Zombies in Spaceland richtig nice. Ich habe das richtig gerne gespielt, sehr, sehr gerne sogar. Boah, der Partner stimmt nicht so ganz.
Dennis, wusstest du übrigens schon, dass es in BO4 kein Jugger gibt? Was? Ja? Wie, es gibt keinen Jugger? Jetzt muss ich erstmal die ganze... Ich muss die Vorbestellung stornieren. Safe. Ja? Das schockiert mich gerade zutiefst. Wie lange geht der Stream heute, bis er ausgeht? So lange geht der auf jeden Fall. Wieder da. Findest du es auch, es war eine gute Entscheidung, Ghost zu vergraben? Boah, ich hab nie so unbedingt... Hast du Ghost vergraben? Was? Ghost vergraben? Wo? Keine Ahnung, ich spiel keine Kampagne. Wer hat das denn gesagt? Keine Ahnung, Lasergamer. Hat dich gefragt, ob es ein Fehler war, Ghost zu vergraben? Ja. What the fuck? Warum? Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, Zombies sind Spaceland war richtig nice. Wie von Zuskel nicht. Oh. Zombies in Spaceland? Ja. Ja, das erste war ganz cool. Ja, Zombies in Spaceland nur. Und Wraith in the Redwoods war auch ganz cool. Hatte Ähnlichkeit mit Eisendrache so von den. Eher wie, keine Ahnung. Ich meine durch die Armbrüste, die man sich da bauen konnte. Verschiedene, weißt du? So wie vier Teenager in einem. Im Wald oder so. Oh, ich hab noch meine Dampfschleuder da stehen lassen. Aller Fehler. Oh, ich weiß gar nicht, wo meine ist. Ah ne, die ist oben bei der Schleuder. Beim Schacht. Meinst du? Ich glaube schon. Ich hab schon 1527 Kills, also das geht ja echt schnell hier. Easy, Mann. Ich hab einen Bock auf Bits. Ach, hör auf, bitte nicht schon wieder. Lass deine Bits stecken, Digga. Kauf dir was Schönes davon. Kann man mit Bits noch was anderes machen, außer sie bei Twitch auszugeben? Nö. Ja, na gut, dann lass sie raus, Digga. Komm, zeig mir, was du hast. Wusstest du, dass es in BO4 Zombies keine Zombies geben wird? Was? Niemals. Ja, mir wurde gerade zugeflüstert, dass es in BO4 keinen Zombie-Modus geben wird, Kevin. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Grund, nicht, also die Vorbestellung zu stornieren. Ey! Ja, okay. Die Box ist ja gar nicht hier, dann. Ja, muss auch stornieren, Lena. Weil wenn ich es nicht habe, dann brauchst du ja auch nicht am Kappa. Aber ich hab Pickel an. Ich hab auch einen Pickel unter meinem linken Auge. Nervt mich voll. Ja, ja. Mieser Spot, Digga. Er ist unnormal mieser Spot. Spock, große Wiesel! Jetzt kann ich mir auch BO4 kaufen, Dennis. Ja. Ja. Aber es gibt da keinen Jack, Kevin. Ja, egal, ich kann es mir jetzt trotzdem kaufen. Einfach haben, ne? Ist ja. Ja, ich kann es mir kaufen, Alter. Nexus Bash. Rausgehauen, Alter. Nexus Bash hat rausgehauen. Das Ding ist, die Leute wissen halt nicht, wie viel, weißt du? Die hören nur die Musik. Donny Sound, aber es kommt ja kein Alert mehr, weißt du? Die wissen nicht, wie viel er jetzt wirklich rausgehauen hat. Na, muss er einfach so einen Text-to-Speech machen. Jetzt kann ich mir kaufen, Digga. BO4. Meinst du die Premium Edition für 1000 Euro? Ja, mit der Fernlenk-Drohne dabei, Digga. Hä? Meinst du die Mystery Box Edition? Ey, wo kommst du denn her, mein Freund? Nein, mit der Fernlenk-Ladung. Ja, das war Black Ops 1. Nein, nein. Ach, ne, extra Version Special, für dich, ne? Ja, die Special Edition, Digga. Die extra Vectic Edition, ne? Boah, stell dir vor, es gäbe einfach zu Black Ops 4 einfach wirklich so eine Vectic Edition, ne? Oh Mann, das wäre krass. Dankeschön, Nexus Bash, für die Unterstützung. Er schreibt, danke für die tolle Unterhaltung über die ganzen Jahre. Nie bereut, ein besserer Mensch geworden zu sein. Dankeschön, Bro. Danach hast du, glaube ich, ich sehe nur noch so ein bisschen von der Klammer, noch ein Herzchen geschrieben, oder? Ich scrolle aber gleich nochmal rüber. Vielleicht hast du ja noch was geschrieben. Ich danke dir, Bro, für die Unterstützung. Hätte nicht sein müssen, das weißt du, ne? Ich sag's immer wieder. Hätte nicht sein müssen. Dankeschön. Hey, Bananen, als ob du jetzt wirklich BO4... stornieren willst. Das war ein Scherz von mir. Ich würde niemals Black Ops 4 schlecht dastehen lassen. Black Ops 4 wird das beste Game ever.
Bin ich auf jeden Fall von überzeugt. Wie viel hat er es übertrieben? Ich nehme es mit ins Grab, wie viel er donated hat. Deshalb, wir sind hier, das ist anonym, Jungs. Die Liga der... Nee, nicht die Liga, das war ja die Liga der außergewöhnlichen Quelle-Gucker. Wir sind anonym hier. Der Kreis der anonymen Donator. Na gut, anonym ist es halt nicht. Doch, wie viel jemand rausgehauen hat. Ist halt anonym. Und wer auch eigentlich? Muss ja keiner wissen. Sobald diese Donation-Musik kommt, wo jemand richtig viel raushaut, kommt einfach das, muss ja keiner wissen. Ne? Ja, keinen Stress mit dem Finanzamt haben. Hey, hey, hey. Da weiß keiner, kann mich keiner anscheißen. Nein, Quatsch. Wird hier geschwarzt oder was? Nein. Weg dich, Tommy, du willst kein BO4 mehr, seitdem du weißt, dass es kein Jagger gibt. Wer hat das denn bestätigt? Das ist keine Bestätigung, das ist einfach nur ein dämliches Gerücht. Und wenn es stimmt, dann stimmt es. Kein Mensch hat das bestätigt, Alter. Und wenn es stimmt, dann stimmt es. Und ich finde es nicht schlimm, wenn es so sein sollte, wenn es kein Jagger gäbe. Ich werde dazu also so morgen ein Video machen. Also an alle, die sich bei Kevin daran interessieren, warum es doch gut ist, dass Jagger weg ist, dann guckt einfach morgen auf meinem Kanal vorbei. Sorry für die Werbung, aber mich fuckt dieses Thema voll ab. Kein Problem, Dennis. Wir alle hatten mal harte Zeiten. Bei dir läuft ja momentan so absolut nicht. Nein, Quatsch. Ich bin so ein Hurensohn. Oh nein, Alter. Moin, Martin. Na? Dennis? Ja, bitte. Wir könnten ja mal wieder zusammen Black Ops 3 spielen. Ja, morgen, stell das auf FIFA. Meinst du? Weißt du, mein Sohn hatte heute einen Friseurtermin, ne? Um 19 Uhr. Wo hat der Seiten auf Null? Nein. Und die Frau hat so toll mit ihm Haare geschnitten. Ohne Scheiß, Alter. Respekt an diese Frau, die hat so spielerisch und so toll mit ihm Haare geschnitten. Ich hab ihr einfach 20 Franken Trinkgeld. Ja, ne? Ich hab ihr 20 Franken Trinkgeld gegeben, Digga. Er hat ihm so toll die Haare geschnitten. Er hatte so viel Freude, so viel Spaß daran. Also es war bis jetzt so, er war ja erst, glaube ich, 5-mal in seinem Leben beim Friseur. Oder 6-mal. 6-mal, glaube ich. Ist ja erst 2, ne? Und, er hat es, wir haben es nie geschafft, dass wir seine Haare bis zum Schluss schneiden. Also es hat halt angefangen, die Leute haben immer angefangen zu schneiden. Aber wurden dann nie fertig so mit den Seiten. Doch, mit den Seiten schon, aber mit den, wie sagt man? Mit diesen feinen Zeugs, was man dann noch macht, so. Ne? Schneiden doch dann immer noch so ganz fein die Seiten und so und im Nacken. Und das haben sie nie fertig gekriegt, weil halt immer herumgezappelt hatte und ungeduldig wurde. Aber die Frau heute war top, Alter. So gut hat sie das gemacht. Perfekten Zeitpunkt abwarten. Bam. 19 Uhr, da hat der Friseurtermin, so spät. Hallo, ich bin serious. Hallo, seriöser. Ich glaube, seriöser und ich haben gar nichts mehr miteinander zu tun, weißt du warum? Dennis? Hast du auch eine Dampfschleuder? Ich hab noch eine, ja, hier. Der seriöse und ich haben nichts mehr miteinander zu tun, weißt du warum? Warum denn? Was ist denn passiert? Ich glaub, frag ich dich. Weiß ich nicht. Weiß ich weil auch er zu seriös ist. Weiß ich nicht. Einmal war er weg. Ah. Ey, 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 ey. Blatschko, Blatschko, Blatschko. Latschko, ja. Wir hätten noch Misuka, Mucha, Schlucha, Asabaka. Warum lachst du jetzt? Er stirbt noch. Der wäre noch gestorben, oder? Nein, wäre er nicht, er hat kein Rohr. Hast recht, Vektik. Joa, ich denke mal, jetzt bestelle ich es mir doch. Boah, hast mich dazu überredet, wie viel. Ne, ehrlich jetzt, keine Ahnung, wer hat das erzählt, dass kein Jacket. Moin, Nico. Ah, ne, hatten wir ja schon. Hast du eigentlich noch deinen Jack-Kühlschrank? Ja, selbstverständlich, der ist auf dem Dachboden. Dazu was gebe ich nicht weg, Alter. Das ist ein Ehren-Kühlschrank. Das gebe ich nicht weg. Das Ding hier behält man in Ehren. Ja. Oh. Ich habe noch alles von früher. Jedes Bild, was an der Wand hing. Alles. Echt? Die ganzen kleinen Souvenirs. Alles, Digga, alles. Weil wir kaufen ja, wenn wir ein Haus kaufen, mache ich mir wieder ein Büro. Was? Du hast Abgang. Wenn wir uns ein Haus kaufen, mache ich mir natürlich auch wieder ein Büro, ne? Und ich habe mein Büro geliebt in Hannover, wo wir da gewohnt haben. Ich hab's geliebt.
habe mich so wohl gefühlt in diesem Büro. Da wo ich war, meinst du? War das Hannover? Ja. Ah ja, klar. Ich habe mich so wohl gefühlt, Alter. Ah, ich war bei beiden Häusern, sorry. Und sogar selbst bei den Eltern war ich. Ja, du warst sogar, hast du Silvester mit meinen Eltern und mir gefeiert, Alter. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, oh, Alter. Dennis. Ja. Nix. Meine Eltern hast du auch kennengelernt. Ah, wir sind schon so. Ja, ich kenne Olga. Dennis, hab gedacht, dein Sim wäre an, aber mein Akku war leer, was? Dein Sim ist so an. Hä? Jetzt kam eine Quest rein. Nach Runde 40 Stream beenden und Kassen bei mir spielen. Für wie viel? Weiß ich nicht. Ey, Red Screen. Warte, Red. Dead. Tot. Dead. Nein, du bist nicht tot. Doch. Nein, du läufst da noch rum. Du bist nicht tot, hab ich doch gesagt. Ja, ich bin runtergefallen. Siehste? Nur runtergefallen, ist nicht tot. Boah. Ich hab einen Tod wegen dir, Mann. Gar nicht. Doch klar. Hast du echt tot? Was? Ja, ach, klar. Du hast mich im Moves-Wurfkampf belebt. Gar nicht. Nö, der schon nur R2S live belebt dich wieder. Gar nicht. Wer ist denn R2S live, Alter? Was für ein scheiß Name. Oh nein, Alter. Hier ist kein Lift. Ist bei dir einer. Sag das im Ton. Und der Double Tap ist nicht so schön, ne? Echt? Der hat keine Augen? Also. Was? Jetzt haben wir hatte gerade nur Augen, wenn nicht. Ich hab nur dieses Ghost Perk verloren. Wie heißt der Wuzu? Kevin hat Pascals Eltern auch kennengelernt, ja. Ganz privat, Alter. Privater als jeder andere. Ich werd die Lasagne nie vergessen, Alter. Der Umf? Oh, Scheiße. Dominik hieß er, ne? Oh, ich glaube schon. Wie läuft bei dir? Hä? Kevin? Was ist los? Bist du gerutscht? Der ist gerutscht. Der ist safe gerutscht. Auch noch 2 K.O.s. Ja, warum nicht? Komm, drück mir doch 3 rein, Digga. 4, 5, warum nicht? Ey, wieso rutsche ich ihn hier so hin und her? Warte mal, wie viel Geld war das für Runde 40 Spenden? €10. Was denn für ein Was denn? Nix. Bist du gerutscht oder was? Ja. Ihr wollt also kämpfen? Karma, wofür Karma, Alter? Ich hab nur über was gelacht, was ihr gab, ihr wisst doch gar nicht, worüber ich gelacht habe. Soll ich es euch erklären? Nein, der Bruder von Pascal hat Lasagne gemacht, ne? Hat doch Dominik gemacht, ne? Lasagne. Ja, danke! Also Pascals Bruder hat Lasagne gemacht. Und ja, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt aber auch schon alle gegessen. Also Jason, also zum Beispiel Dennis. Oh, sorry. Ah, nee, hatten wir nicht. Wollten wir einfach nicht essen, diesen Lasagne. Wir wollten aber. Er wollte genau, uns, Alter. Genau, essen. Wartet. So, passt auf, Alter. Also Dominik, also Pascal, sein Bruder, also von Cinex, der Bruder heißt Dominik, ja. Und der hat Lasagne gemacht. Und wir wollten die nicht essen und sind dann zur Dönerbude gegangen und haben uns Pommes mit Döner geholt, so. Und dann sind wir wieder nach Hause gekommen und er hat natürlich schon was von der Lasagne gegessen, aber es war noch übertrieben viel da, weil er hat halt viel gemacht, ne? Er hat ein gutes Herz, wollte für uns alle was zu essen machen und so. Ist auch echt nett gewesen, so. Auf jeden Fall
waren wir dann irgendwann fertig mit unserer Zockerorgie und sind da alle pennen gegangen. Und dann lagen wir so im Bett, dann haben wir nur gehört, was da so in der Küche abgeht. Und dann sind die ganzen Katzen von Pascal an die Lasagne gegangen. Scheiße, das war aber auch schon davor. Dann sind die alle an die Lasagne gegangen. Und kannst du dich noch erinnern, wie die Katzen durch das Fenster wollten? Ja, die waren dann... Die Katzen haben dann ordentlich Lasagne gegessen, Alter. Die andere Katze, Alter, das war so heftig. Da war das Fenster auf Kipp bei mir, wo ich geschlafen habe. Und die Katze ist einfach, hat versucht, durch diese Öffnung bei dem Fenster zu springen. Das war auf Kipp. Und dann ist sie oben mit dem Kopf reingejumpt und ist runtergerutscht, da wo es enger wurde, Alter. Und war da richtig, Alter, hätte ich der Katze nicht geholfen, wäre die gestorben, Alter. Ja, wäre sie auch. Die wäre hundertprozentig gestorben, Alter, die arme Katze. Ja, wisst ihr, da oben, kennt ihr ein Fenster auf Kipp, so, ne, so, warte, ich zeig's meiner Übertriebene, so, ne. Und dann ist sie, wollte sie oben durch die Lücke springen, hat es nicht geschafft und ist runtergerutscht und der Kopf hing dann da so unten in diesem, Alter Schwede, das war heftig. Hab ich der Katze auf jeden Fall geholfen, dann nachts kamen noch die anderen Katzen und haben gegen die Tür geschlagen oder gegen das Fenster. Haben auch immer die Haustür aufgemacht, die Katzen, Alter. Ja, auf jeden Fall habe ich die ganzen Katzen da reingelassen, dann sind die auch alle schon Lasagne gegangen. Und dann am nächsten Morgen oder Mittag halt, wo wir alle aufgestanden sind, kam dann die Mutter von Pascal und sagte, ja Jungs, da ist noch Lasagne da. Und hat sich erstmal eine Portion gemacht. Oh Mann. Wir haben dankend verzichtet. Höflichkeit muss sein, ne? Oh, das war geil, werde ich nie vergessen, Alter. Aber die Pommes hat geschmeckt. Die wir uns geholt haben. Das stimmt, die waren sehr geil. Und das Ding ist, was viele ja nicht wissen, Pascal, seine Schwester, die war glaube ich 14 oder so. Und die hat sich Bürsten in die Muschi geschoben, ne? Diese Haarekämme. Oh Mann, ey. Oh. Und im ganzen Haus war nicht eine Bürste, Alter. Ich hab überall gesucht. Nirgendwo war eine Bürste im Haus, Alter. Oh, das war so geil. Das war geil, werde ich nie vergessen, Alter. Pascal ist auch ein richtig guter Mensch. War schon nice, Alter. War lustig, okay. Oh. Pascal ist der einzige Mensch, Alter, den ich kenne, wo mit dem Controller über den Tisch zockt. Ich tue es da auch mittlerweile. Ach was? Ja. Mit dem Controller über den Tisch zocken? Mhm. Kann ich nicht. Du legst deine Hände auf den Tisch und zockst dann so. Ja, tue ich auch mittlerweile. Pascals Schwester hat sich eine Bürste in die Mumu gesteckt? Ja, Mann, die Rückseite von der Haarbürste halt. In den Stiel. Und hat sich dabei fotografiert. Das Foto gefilmt. Jemanden geschickt, den ich kenne. Ja. So werde ich dich enden. Pass auf, wir haben Arschkriecher. Upsi. Oh, die Nummer der Schwester. Ja, die ist doch im Fernsehen gewesen. Weißt du, was Dennis? Weißt du gar nicht, ne? Nee. Ich hab bei RTL mitgespielt, Digga. Hat 400 Euro angenommen. Und hab, bei so einer RTL-Serie mitgemacht. Das war richtig eine Blamage. Also ich würde mich richtig blamieren dafür. Also, Teenie-Mütter oder so. Ja, ich glaube, Alter. Oder ich weiß nicht. Muss mal Pascal fragen. Hast du das Bild gesehen? Nein. Aber der Person, wo es geschickt wurde, glaube ich das schon. Und Pascal hat ja auch gesagt, dass das stimmt. Wie gesagt, war nicht eine Bürste im Haus. Verdachtsfälle war es, hat Martin geschrieben. Dankeschön, Bro. Verdachtsfälle hat sie mitgespielt. Ja, die ist, glaube ich, die ist 18, oder? Wie alt ist sie jetzt, Martin? Ich glaube, die ist 18 und hat, glaube ich, einen 70-jährigen Freund oder einen 60-jährigen. Oder einen 50-jährigen? Keine Ahnung. Ein Slowake oder so. Pass auf, dass du nicht stirbst. Komm mal lieber her, lass mich ansammeln, dann kannst du in Ruhe an die Kiste gehen. Sabaka. Ich hab den Sprung geschafft, Alter. Ich bin 10er vor Runde 40 beenden. Er ist 30, ein Rumäne. Sie ist 17 und er ist 30.
Dennis. Mhm. Sie ist 17 und er ist 30. Ja. Ein Rumäne. Glaubst du nicht, oder? Komisch. Ja, finde ich komisch. Warum? Keine Ahnung. Finde ich komisch. Aber warum? Wo die Liebe hinfällt, ne? Mhm. Aber warum findest du das komisch? Komm, ich finde das vom Altersunterschied her nicht so. Passt nicht, oder was? Gut. Nö, finde ich nicht gut. Passt nicht. Oder hast du was gegen Rumänen? Bist jetzt Nazi? Ja, Kappa. Passt nicht, sagst du, ja? Natürlich passt das nicht. Würdest du, dass deine Tochter einen 30-Jährigen ankommt, wenn die sitzen ist? Nein. Kennst du ja, Bad Boys 2? Natürlich. Kennst du die Stelle, wo der eine da zu dem nach Hause kommt und seine Tochter abholen will? Natürlich. Das bin ich, Digga. Nur Zimmerklasse. Freund, wenn der erste Freund von meiner Tochter vor der Tür steht. Mit F1-Zahlen ist es, Digga. Ich weiß gar nicht, warum ich erst Geld abgehoben habe. Hast du von den 5 Rumänen in Fellbad ein Mädchen vergewaltigt haben gehört? Ja, habe ich tatsächlich. Warum machen die denn sowas? Weil es Rumänen sind. Nicht Spaß. Lieber dich! Das ist doch ein Nazi, siehst du? Das Ding ist, ich weiß gar nicht, warum man überhaupt irgendeine Frau vergewaltigt. Das ist, ja, macht weil so man keinen Druck Sinn. Hat, Mann. Nein! Digga, du kriegst in Deutschland schon eine schwarze Prostituierte für 20 Euro. Hannover Steintor, ja, ist so. Aber nicht jeder kann nach Hannover fahren. Ja, oder nicht jeder hat Bock auf eine schwarze, aber es ist. Aber du kriegst, wenn du möchtest, kriegst du 20 Euro Geschlechtsverkehr. Ich weiß nicht, warum man da eine Frau dann dazu zwingen muss. Ich meine, 20 Euro, das kriegt man echt. Wenn man, keine Ahnung, irgendwas. Kriegt man ja schon hin, oder? Wenn man Pfandflaschen sammelt, schon, ne? Geht schnell. Pfandflaschen ist gar nicht mal so eine schlechte Art und Weise, Geld zu verdienen für diejenigen, die sich Geld dazu verdienen wollen, ne? Kleine Rechenaufgabe für dich, Dennis. Ja, wie viele Pfandflaschen musst du sammeln, damit du 20 Euro hast? Ich rede von PET-Flaschen, nicht Glas oder so. Also 25 Cent, ne? Pro. Meine Schmerzempfindlichkeit ist erheblich verringert worden. Gang 75. 80, keine Ahnung. 80, ja. Schwarze Beste. Wisi hätte gerne Geschlechtsverkehr mit einer Schwarzen. Ja, eben das seine, ne? Ich habe da nichts gegen gesagt. Man darf auch nicht rassistisch sein oder so. Und die Meinung von jedem respektieren. Ja. Wenn's dann. Hier Freezy und. Ludet noch. Zockt noch. Was? Zockt noch LOL Judith? Ja, noch zockt Judith LOL, ja. Macht sie. Dann willst du mal einen Idiotentest machen? Ja, komm. Livestream, im Livestream, okay? Boah. Was ist los? Was hat Nexus geschrieben, Mann? Was hat er denn geschrieben? Jude zockt, hat subscribed, 2 Months in a row, yo, vielen Dank, Jude, Mensch. Und der Ünal hat auch subscribed, dankeschön dafür. Und der Case hat nochmal 8 Euro rausgehauen. Schreibt, kauf dir ein Pack neben Malboro Gold. Dankeschön, Case. Da fehlen mir doch aber noch 20 Rappen. Das kostet doch 8 Franken 20 in Aktion. So, Dennis, hier in der Schweiz sind Kippen in Aktion, ne? Wie in Aktion? Ja, die stehen einfach mal in der Werbung. So wie eine Schachtel Margarine mal in der Werbung ist, nee. Für 80 Cent in der Schweiz, in Deutschland. Doch, doch. Stehen hier die Kippen im Angebot, Digga. What the fuck? Ja, gibt's Aktion, Aktion. Machen wir es ja schmackhaft, ne? Schlecht werfe, bin ich froh über dieses effektive Mittel mit explosiver Triebkraft. Ich lieber dich! Der Stan. Wermelskirchen? Nee, Wermelskirchen kenne ich nicht. Dennis wohnt in Wuppertal, Jungs. Und ein Hydro-Rückstoß in Wuppertal. Düsseldorf. Weißt du, wie ich dich damit genervt hab, Alter? Nervst mich immer noch damit. Hey! Hey!
Bei dir kosten die noch 8 Franken am Kiosk, krass. Boah, wie lange du Setups, ne? Was, Digga? Na, was los? Na, tschüss, ja, Mann. Käse, du. Ey, wieso schießt du rein, ha? Weil ich Punkte niede, Alter, für die Kiste gehen, Alter. Geh gern die Bank, Mann. Ich lieber dich! Das sind doch nicht meine Zombies, ey. Das sind meine Zombies. Ey, warte, ich will doch jetzt darüber, weil die Box doch jetzt dahin ruft. Mein Gott, jetzt werde ich getrappt wegen dir, Alter. Ein Zombie. Warte, ich geh jetzt rüber. Ey, ich bin im Redscreen. Hinter dir, hinter dir. Redscreen. Was? Oh mein Gott. Boah, what a move. Alter Schwede, was wir gemacht haben. Ich wette, Dr. Banks, seine Mama ist wieder feucht. Alter, ohne Scheiße. Die hier zugeguckt hat, was sie immer macht, Alter. Dave Cole ist jetzt voll. Ey, warte, ich bin bei dir. Ja, du killst mich. Ja, was? Du hast dich selber gekillt, Digga. Ja, wahrscheinlich. Hab ich den Controller in der Hand oder du? Jo, ich bin bei dir, der rennt erstmal vor mir her und platziert die Scheiße. Und ich muss ja, Dennis. Dennis. Es ist nur ein Spiel, okay? Ja, es ist nur ein Spiel. Ich hab dich getötet, ich sehe es ein, es tut mir leid. Ja. Ich hab keinen Quick-Rebel. Wirklich nicht. Scheiße. Warum lachst du? Ich bin weg. Ich auch. Immer wieder weg. Diese Gesprächsthemen. Ja, sorry, Judith. Nee, ich meine nur, weil Judith, du weißt doch. Die Mama von Dr. Banks, die ist nicht fresh. Nicht ganz koscher. Nicht ganz koscher läuft und das auch noch. Boah, wie kann ich hier Redstream werden? Aber ich wünsche dir was, Judith. Bis später, Häschen. Nee, was sag ich immer? Angesichts der Kapazität und Feuerrate sage ich eine große Späßchen, Häschen, genau. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Einer von uns! Laufen mit allen Zombies bei Strom und Jackpot gestellt. Ja, du hast schwer, wa? Ich denke. Ja. Du hast es schwer, Hauptsache du hast es schwer. Komm, vor Runde 40. Ja, komm, wir machen das jetzt, Alter. Soll ich mich süß sein? Alles für die 10 Euro. Nein, er hat zurückgezogen! Nee. Doch, ich wollte gerade annehmen. Na, dann müssen wir weiterspielen. Ah, müssen wir weiterspielen. Jetzt habe ich ja schon drei Downs, Alter, wegen Husu-Kacke, Alter. Warum, wo bist du eigentlich bei Strom, Alter? Alle Zombies sind neu gespawnt. Ja, wo jetzt soll ich... Jetzt hast du mich getötet, jetzt sind wir quitt. Was? Du einmal mich? Wie hab ich dich denn bitte getötet? Ja. Guck mal, die 10 Euro muss jetzt bekommen. 10 Euro gewastet, Alter. Hätte ich mal angenommen, so eine Scheiße. Drei Downs, Alter. Warum hab ich zwei Downs gekriegt, wenn ich einmal gestorben bin? Einmal wegen Wusu. Ah, du kriegst direkt einen reingedrückt, was? Normal, das gilt ja als Leben. Gut, dass ich mein Geld noch eingezahlt habe. Was machen wir jetzt noch? Origins. Was? Buried. Ich hab Origins nicht. Was hast du denn für Maps? Mob Town. Wir können chillige Farm, Town. Na, hier, Busdepot. Ja, Busdepot. Hast du Oregano? Nein, hab ich nicht. Nur Dyrus und Mob. Mein Gott. Verax hat subscribed. 2 months in a row. Der ist der in 20 Monate in Folge. Dankeschön. Und Laos Vefveos hat subscribed. Auch dir vielen lieben Dank. Dankeschön, Jungs. Town. Ah, Town, macht man da viele Abschüsse schnell oder so? Nee, dann macht man nicht. No. Weiß ich nicht, ne? Als ob wir hinten werden. Ich glaube nicht. Wektik, welchen Akzent kannst du gut? Wie meinst du, welchen Akzent? Ich komm aus dem Norden von Deutschland, Digga. Ich hab das reinste Deutsch, was es gibt. Ja, ist so. Ich hab das klarste, reinste Deutsch, was es gibt. Ich gehöre auch dazu. Naja, wenn man meinen russischen Akzent wegnimmt. Soboka. Soboka. Ey, ich kann nicht. Okay, pass auf, ich spiel gleich Town mit Randoms, Alter, okay? Aber lass mich. Hört sich gut an. Darfst du auch griefen und so. Darf ich? Geil. Ah, natürlich. Ich spiel aber Zombie Royale dann mit denen. Und gegen dich will ich auch nochmal Zombie Royale spielen.
Guck mal, Freezer will auch, dass wir in 1v1 spielen auf Zombie Royale Basis. Ja. Kevin, heißt es der, die oder das gerade Kurve? Gibt keine gerade Kurve. Oh. Das war der Idiotentest, by the way. Aber es würde heißen die gerade Kurve. Ja. Das gerade Kurve. Morgen Origins in BO3. Morgen wird Shadows of Evil mit Kevin Hope in der BO3 gespielt. Ihr lasst mich jetzt mal eine rauchen. Nö. In Vertauen mit Reandams. Nö. Mit Reandams. Reandams. Ah. So. Rauchen. Geh du mal deine Lunge verstopfen. P.O.P. Dead. Ja, böse. Haus rein, Stefan. Was hast du für eine Idee, Nice Race? Natürlich habe ich was gegen Origins Kappa. Natürlich bist du cool, du hast ein Z vor dem Namen, Kreppig. Ich komme sofort wieder.
So, ich bin wieder da. Wollen wir mal reinschauen hier, meine grottenschlechte Statistik. 20 K.O.s, Digga. Auf 24.000 Abschüsse. Tedersen. Was hast du, 20.000? 24.000 Abschüsse und 20 K.O.s. Und 68 K.O.s gegeneinander Statistik. Ja, können wir. Das ist echt heftig, Alter. Aber ich habe 3 Striche. Ich werde langsam aktiv hier. Morgen auch nochmal aktiv sein, dann können wir morgen nicht spielen. Ich will das fertig kriegen, Alter. Dann können wir Shadows spielen. Bis Release, Alter, von mir. Bis fertig. Ich habe schon gelesen, Case. Ich habe das schon gelesen gehabt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Alter, meine Köchin hat jetzt 4 Wochen Urlaub. Oha. Ah, Mann. Ich hab ja noch einen Koch. Das ist nicht so schlimm, aber es wird schon, ich vermisse sie schon, ja, es wird heftig. Na toll, Alter, wir wollen mit Random spielen und ich schaue alle auf dem Stream nach. Aber gut, dann kann der Pexel auch, ja. Aber dann kann er mit uns chillen. Redet man denn in-game, dafür muss man das Taste drücken. Moin! Ne, hat nicht geklappt. Da hat das geklappt. Bei mir war kein Links-Button. Was? Doch, klar. Ich rede gerade im Game, oder nicht? Ich sehe nicht, dass es bei dir ausschlägt. Was? Jo. Siehste, hört mich Dennis. Moin! Ah, sehe ich ihn nicht. Alles fresh bei dir? Jo, alles klar. Korrekt, korrekt. Er redet so, als ob er ein Random wäre, aber mir nicht vorstellen. Nee, Pexel hat schon geschrieben. Er hat Ahnung, Digga. Von der geilsten Gruppe. Was ist denn die geilste Gruppe? Geilste Gruppe? Ja. Liga der außergewöhnlichen Quelle-Gucker. Quelle-Gucker. Ja, eigentlich müssen wir eine Map spielen. Warte, was hast du noch für Maps? Dyrise, Mob. Ja, eigentlich. Mob. Eigentlich müssen wir eine Map spielen, wo echt Kills macht. Warum hast du kein Origins? Ja, weil ich Mob spielen wollte. Was? Weil ich Mob spielen wollte und ich hatte halt gerade nicht so viel Geld, dass ich mir noch beides holen konnte. Was kosten Origins? Kosten jeweils 15 Euro die Maps. Eine Map? Naja. Wucher, Digga. Ja, richtige Wucher. Eine Map und dann kriegst du noch so Kack-Multiplayer-Maps dazu, wie man gar nicht will, ne? Ja, Mann. Das haben die bei BO3 gut geregelt. Haben einzelne Maps kaufen jetzt. Echt, du kannst jedes von mir Map einzeln kaufen? Hm. Kann ich mir gar nicht vorstellen. 7 Euro. ja, ist doch nice. Wir haben sie echt gut gemacht dann. Ich glaube, sie. Ah, das ist echt gut gemacht. Ja, da sind wir noch hier bis 130 oder so und dann. Morgen Mob, wir können doch mal Mob spielen von mir aus. Morgen. Ja, ich finde ab den Earlys geht das voll ab da mit dem Tomahawk und mit Cafeteria laufen. Ja, das geht dann richtig ab. Nach den Earlys auf jeden Fall. Allein die Earlys geht schon richtig ab. Heute hätte ich viel Zeit gehabt, Alter. Ich kam auch schon relativ früh online, ne? 9 Uhr war ich da, oder? Oh, also. Machen wir einfach. Ja, ich werde morgen wieder früh da. Ja, morgen ist Samstag. Ja, das ist cool. Dann ist sowieso Sonntag, ist sowieso. Ne, das ist nice. Morgen können wir Mob spielen. Vielleicht schaffen wir ja 70, 80 Stunden. Auch morgen. 70, 80 Stunden. Bis Runde 15 mit einem ausländischen Akzent sprechen. Habe ich nur lesen können. Weiter konnte ich nicht lesen. Warte mal. Ich muss mal eben schauen. Bis Runde 15 mit einem ausländischen Akzent deiner Wahl reden. 10 Euro. Im russischen Akzent, mit einem ausländischen, was wäre denn ein ausländischer Akzent? Russischer Akzent. Zum Beispiel, blöd. So, oder was? Boah, ich bin so reden, blöd. Oder ich bin Berliner. Ne, danke. Das will ich mir nicht antun, dann bitte ich gleich direkt. Oder, yo, Mike, ich bin der Kevin. Ein Bayer. Das ist ja schon kein Akzent, das ist ein anderes Land. Yo, Mike, ich bin der Kevin.
Grüß Gott! Anderes Land. Anderes Land, ah ja, ausländischen Akzent, ja. Aber eigentlich ein ausländischer Akzent wäre auch schon das. Naja, Bayern gehört ja zu einem Ausland. Oder Hamburger Akzent. Bevor Leute mich jetzt wieder auslachen, von wegen bla bla. Na komm, nee, lass, warte, Dennis, warte, bevor du's, was hast du jetzt gesagt? Dass Bayern ausländisch ist. Ja, das stimmt ja auch, hast ja recht. Aber du musst immer überlegen, bevor du was sagst. Nee. Kommt immer was raus bei dir, das ist echt witzig. Ja, ich weiß, deswegen bin ich auch ich. Ah, Lena wollte auch mitspielen, aber kam nicht dazu. Warum? Ihr Game hat Error gemacht. Oi, Lennart! Lennart. Lena, was ist los mit deiner EG? Darf ich nicht bis Runde 15 mit dem ausländischen Akzent zu reden, weil ich nicht weiß, wie ich es machen soll? Mach russischer Akzent. Digga, das krieg ich nicht so hin. Ich müsste jedes B rollen, Alter, bis zum geht nicht mehr. Blät. Sabaka, Mucha. Ah, dein normaler Error, ja, Lena. Du bist ein Sabaka-Sohn. Du bist ein Sabaka. Ich mucha jetzt zum Instakill. Instakill! Muchan heißt fliegen, oder? Mucha heißt Muchan. Fliegen? Nein, ich weiß. Mucha heißt fliege, aber mit dem Flugzeug muchan heißt bestimmt mit dem Flugzeug fliegen, oder? Nein. Litiet heißt fliegen. Litiet, blöd. Nach Dubai. Also ich mit dem ausländischen Akzent klappt nicht. Komm, zieh zurück die Scheiße, Alter. Mach was anderes. Bin ja für alles offen, ne? Alle wollen, dass er kämpfen wollte, dass BA ist so, ne? Ich hab's auch grad nicht ganz verstanden. Ach, stimmt, Alter. Ja, stimmt, ne? Aber es gibt auch so einen Rapper, der heißt Kapitan Anlagen oder so, und der. Der rollt das B, glaube ich. Ne, der rollt auch das R. Aber der macht einfach nur das. Aha. Aber das ist ein cooler Rapper auf jeden Fall. Meinst du, ja? Kapital ist in Ordnung, ja. Er ist Russe, ja? Ukrainer, glaube ich. Ukrainer? Ukraine. Der beste Waffe, Alter. Ah ne, Oleksesh ist Ukraine, oder? Kommt jetzt wieder. Soll mal einer eine Quest reinhauen hier? Bis Ende dieser Runde, nicht Runde, sondern bis Ende. Das ganze Game über nur mit der DSDR spielen. Kommt, Alter, bitte. Einer muss noch mal hier die Quest raus. Am besten für einen Honi oder so. Geh lieber dich! Hey! Hey! Ich liebe dich, Sneaker Size ist bestört. Oh, Alter, ohne Scheiß. 31 Monate schon. Dich kenne ich auch schon ewig und 3 Tage. Dankeschön für die Unterstützung. Kennst du den auch noch, Dennis? Sneaker Size ist beste. Mhm. Nein. Nein? Nein. Dein Ernst? Ich kenne noch Snickers Eis von Danny Burnage. Also, okay. Oder meinst du Snickers Eis an sich? Snickers Eis ist gut. Digga, jemand heißt so oft. Ja, aber hat nicht bei mir geguckt anscheinend. Bis übermorgen, Sub. Hä, warum nur bis übermorgen? Was ist da los? Das ist auch kein BO3 mehr. Nun? Denkst du, ich trage Black Ops 2 ein? Oder World at War? Wenn ich World at War spiele. COD2 Stream, Alter. Und auch in der richtigen Kategorie. 3 Zuschauer. Hör mal auf, das ist immer ein Black Ops 2 rein eigentlich. Wir haben eine Challenge rein. Wollte jetzt nicht gucken, was
Was für ein. Guck doch jetzt. Dieses Game nur mit DSR ohne Jack spielen. 10 Euro. Ohne Jack? Ey, das ist. Machst Kevin Arm, also seinen Account kaputt. Ich hab angenommen, Alter. Boah, echt? Du willst jetzt ohne Jack spielen? Na, bis Runde 10, dann quitten wir und spielen Farm. Hast du echt angenommen? Ja. Du willst echt bis Runde 10 spielen? Weiß nicht, oder 15. Farm ist nämlich auch cool. Hab den falschen mit Prime gesappt, da, das ist belastend. Und das naja, muss passieren. Ja, muss bei mir subben. Was bringt es denn bei dir zusammen, Dennis? Jetzt mal ehrlich, hau raus. Ja, na, sag es. Doppeltes Divinium. Und mit dem Divinium kann man. Naja, das will ich noch nie sagen. Was kann man mit dem Divinium? Ja, würde ich noch nicht sagen. Warum nicht? Ja, weil man bis zum ersten warten muss. Aha. Die Evolution. Revolution. Die Revolution, blöd. Sabaka. 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 Ey, du hast gesagt bis 30. Ja, okay, run it. Machen wir bis 30. Ohne Jack wird easy going. Easy. Easy. Easy ist da. Treff nicht. Leck aber. Weil du raus bist wieder. Ey, aber das wird echt mies, Alter, mit DSR, wenn ich keine Ammo mehr habe. Aber ich denke mal, das sollte nicht passieren, wa? Ey, komm, lass mich Jack kaufen, Alter. Wer hat die Challenge gemacht? Das war Ronald, ne? Ronald McDonald. Ronald, lass mich Jack kaufen, Alter. Komm, das ist ein Road to Shotguns Account. Das ist voll mies, Alter. Ich hab's jetzt zwar angenommen und würde es auch so durchziehen, so ohne Jack, aber. Wer ist nicht Road to Shotguns, würde Kevin's durchziehen. Aber Pistole darf ich schon noch benutzen bei Insta-Kill, ja? Ist ja klar, Alter. Das wären wir ja hier nie fertig. Hexe, sag doch mal was dazu, du. Er redet nicht mehr. Er genießt den Stream. Okay. Freunde, wir machen das so. Dass ich einmal down gehe, spiele ich ohne Jug, okay? Wenn ich down gehen sollte, dann hole ich mir Jug danach. Sonst kriege ich 20 down. Okay, ja. Okay, darfst Jug benutzen, aber komplett ohne Pistole. Okay, das ist ein Deal. Machen wir das. Ey! Oh, Lutz ID ist down. Warum lachst du? Warum hast du dich eigentlich Lutz ID genannt? Weil ich möchte, okay. Warum hast du dich R2S Live genannt? Wow, was war das? Ein Zombie. Mein Gott. Ey, ich laufe hier ganz nur mit dem Ballistic Knife, weil ich nichts anderes habe. Weißt du, wie schwer es ist, mir Punkte zu erspielen? Ja, normal. Weißt du, wie schwer bei mir ist gerade? Ich kann doch jetzt nicht mehr knifen. Nicht aufhaust vor allem. Okay. Aber warum hat Dr. Hazard höchstpersönlich, the mother of all Hazards, 37 Abschüsse? Weil ich nur einen Ballistic Knife habe und einfach gerade chille, ja. Also willst du, dass ich überhole, Kevin? Kein Problem. Kein Problem. Ja, wirklich? Schaffst du genau. Auch, denke ich mal, weil ich ja halt nur mit deiner DSR spiele, ne? Kein Problem, du hast mich gerade herausgefordert. Jetzt geht's Dennis, los. Dennis, hast du mal die WW2-Kampagne gespielt? Nein, danke. Ich hab WW2 nicht einmal angerührt. Digga, die Kampagne ist ja aber ganz cool, ne? Und pass auf, da gibt's eine Szene, Alter.
Da fängt ja eine 10-Tonnen-Glocke, Alter, oder eine 2-Tonnen-Glocke, fängt er mit der Hand auf, Alter. Nee, nicht, doch eine Glocke, die Szenen habe ich gesehen. Im Zweiten Weltkrieg, weißt du, da gab es noch keine Exo-Anzüge und gar nichts, Alter, und er fängt einfach die Glocke auf. Er wehrt sie ab mit seiner Hand. Naja, aber die Kampagne ist, glaube ich, ganz cool. Ich habe es dann auch nicht mehr gezockt. Müsste ich auch noch zu Ende bringen, eigentlich. Auf Twitch habe ich angefangen. Ich habe keine Ahnung, welche Mission. Müsste ich noch weiterspielen. Habe ich das sogar auf YouTube hochgeladen? Kampagne, die WW2-Kampagne habe ich nicht, oder? Doch, habe ich. Also wenn schon, dann muss ich es echt zu Ende bringen. Alles eigentlich, was man anfängt, muss man zu Ende bringen. So sieht's aus. Gute Nacht, wer geht denn? Der Frieser. Kommen Sie rein, der Friesi, Bisi, Misi. Gute Nacht, Friesi. Liegt eine Atombombe, 400 Punkte. Hallo, Pexel. Hallo. Ja. Die WW2-Kampagne ist mega nice, okay. Ja, jetzt hört man dich wieder. Moin, nochmal. Axel ist richtig chillig, Alter. Er kann öfters mitspielen, Dennis. Ja, ja. Also ich höre ihn quasi eh nicht. Er redet auch nicht so viel. Aber auch wenn er redet, ist es total angenehm. Gutes Mikrofon hat. Das weiß ich nicht, aber... Er ist, hört sich sympathisch an. You know what I mean? I know what you mean, my friend. Okay, Zeit, das ist... Ja, Lutz ID. Ey, wir machen es so. Ich bin bis Runde 30 und ich bin jetzt gerade hier hinten und kann nicht nachladen, Alter, so eine Scheiße. Ich habe ja Monkeys hätte ich gehabt, so. Ja, X hat da geschrieben. Warum denn? Hast du was Gutes gesagt? Ich hab gesagt, dass er sympathisch ist. Das aber das kann er auch sagen, oder nicht? Ja, X heißt Danke, Dennis. Nee, da, weißt du, das weiß ich nicht. Ja, warum? Aha, du meinst, er hätte reden nicht sollen? Aha. Ja. Ja, er redet halt nicht so viel, lass ihn doch. Okay, wir lassen ihn. Kevin, ich hol auf. Lass respektieren. Was holst du? Nutz-ID kommt immer näher. Nee, kann doch, machst du. Bist schüchtern, ach Quatsch. Muss ich selbst an mir aussehen. Ich bin Facetime-Faller, Digga. Ich bin so ein guter Sniper. Boah, ich bin bei Blackout, Alter. Boah, wie du gesagt hast, Kevin, was machst du da? Das war so nice, Mann. Hat so Bock. Wie hieß die Sniper, die ich da hatte? Paladin? Paladin, ja, Mann. Boah, Kevin, wenn Dings rauskommt, Blackout, wir müssen auf jeden Fall zocken. Ja, aber du spielst das ja auf der PlayStation 4 von Sony, Alter. Ja, ich kann auch nichts daran ändern. Es macht so Bock mit dir immer. Macht auch Spaß. Auf PC wäre das halt noch mal ein bisschen, weißt du? Nee, ich wusste eh bald auf, wenn ich genug Geld habe. Aufrüstet. Einmal alles holen. Ja. Warum hast du meinen PC nicht genommen, meinen heftigen? Den hat jetzt Olli gekriegt. Ja, ich habe gar nichts mitbekommen davon, Kevin. Ich habe mich mit Olli auf einer deutschen Raststätte getroffen, habe ich ihn denen gegeben. Du hättest es nötig gehabt jetzt, Olli. Dann hättest du jetzt einen Hammerteil da unten. Der hätte den 7 drin gehabt und so einen. Ja, ein 6700k. Ja, das ist richtig krass. Weil ich einen Sharky. Freshes Teil gehabt. Was? Was hast du gesagt, Cousin? Nee, ich hab gesagt, hi Sharky. Sharky hat gerade im Chat geschrieben. Hi. Speedcola wollt ihr nicht aufmachen, oder was? Mir ist das Jux. Kein Geld dafür, ich würde mir gerne Spikula holen, aber kann ich da nicht. Ich spiele so langsam Punkte, weil ich Sniper habe. Wegen Ronald.
Ey. Ist jetzt Hasan mit einem Raketenwerfer oder was? Ich bin das nicht. Erste Leben so mit Twitch Prime. Warum? Was ist daran besser? Carpenter, 400 Punkte, 200 Punkte. Ja, ich brauch die DSR zu packen, ne? Aber die ist ja noch Insta, das wäre voll dumm. Irgendwann habe ich keine Ammo mehr, dann muss ich sie packen. Vorher habe ich die Zombie Royale raus, ja. Verliert alle. Aber Zombie Royale, wo ist denn da die Schwierigkeit? Erklär mal ein bisschen. Was? Erklär mal ein bisschen was. Was Zombie Royale ist? Nein, nein, die Schwierigkeit daran. Die Schwierigkeit daran? Die Schwierigkeit ist daran, sich daran darum zu konzentrieren, mehr Kills als ein anderer zu haben. Und man muss gucken, wo der andere trainiert. Vielleicht kann man den ja töten, vielleicht sucht man sich einen besseren Spot aus. Vielleicht. Man muss einfach gucken, dass man die ganze Zeit die Führung hat. Und die Schwierigkeit da drin ist einfach, dass was man, ist, wenn der andere stirbt, dass man dann darf er nicht wiederbeleben. Ja, man darf ihn nicht wiederbeleben. Ah. Da hat man eine komplette Runde für sich im Endeffekt. Okay. Und das heißt, man kann ja voll nice griefen, also versuchen. Ja, ja, griefen, das ist es ja. Es geht um Griefing, es geht darum, die meisten Kills zu haben, es geht darum, einfach an der Spitze zu sein. Ronald, darf ich bei Insta knifen? Klar, da habe ich Knifen, oder? Oh. Ja, jetzt schreibt er gerade, ja, Alter, das Insta ist weg. Auf welcher Map machst du denn das immer? Auf jeder Map kann man das machen, Kevin. Ja, aber wo machst du das immer? Ist egal, ich mach's randommäßig. Man kann sogar bei Black Ops 1 machen. Das ist mir schon klar. Das ist das Geile. Man kann nämlich überall, wo man Kills machen kann, kann man das machen. So ist es. Sogar auf Moon geht das Ganze. Digga, ja, das ist mir schon klar, da kann man auch Kills machen. Ja. Wo ich hab keine Lieblingsmap. Weil ich auf jeder Map einfach gewinne. So Walk auf eine gepackte DSR, ne? Jetzt kann ich auch nutzen, aber das war aber nett von. Oh, Lutz ID hat aufgeholt. Aufgeholt? Ja. Warum? Nur so. Warum lachst du jetzt so? Nur so. Ich soll überholen, ID. Ja. Ey. Kommen jetzt hier nicht alle Kills bei World of Shot, ganz egal. Wir wissen schon, dass du zum Royal Beast bist, so. Ich hätte gern Quick Speed Cola, aber keiner macht die Tür auf. Ich kann auch machen, wenn du willst. Ich habe auch noch einen freien Perkslot. Komm, ich habe auch gemacht. Das ist aber nett, Alter. Mein Gott. Damals haben wir Town Runde 80 gespielt, Dennis, weißt du das noch? Oh ja. Das war krass. Town Runde 80. Der Disconnect war so belastend, Mann.
WR war Runde 82, ne? Ja. Wir waren sogar schon lange in 80 Stunden, glaube ich. Ich habe die 79 Solo gespielt, Digga. Mhm. 8 Stunden lang. Zwar, um das sogar aufzuschieben. Boah, wie ich mitgefiebert habe. Du hast mich. Ich hab dich gezwungen. Ja, ich habe dich gezwungen, dass du zugucken musst. Wir sind hier schlafen gegangen. 79, hast Pause gedrückt. Weil ich die Runde. Diese Solo-Runde am nächsten Tag in Ruhe spielen wollte. Und dann hast du mir keine Ruhe gelassen. Dann sind wir pennen gegangen. Dann bin ich wieder aufgestanden und hab gesagt, ich muss jetzt. Na, hast mich angerufen, hast gesagt, jetzt geht's los. Beide ultra müde, beide nur 4 Stunden geschlafen. Dann hab ich 8 Stunden. Mit der Rank gekillt. Die Runde 79 Solo gespielt auf 2-Player-Niveau. Survival-Map auf 2-Player-Niveau Runde 79. Wenn das nicht das krasseste war, was du jemals gemacht hast, dann weiß ich auch nicht. Das krasseste war, was irgendwer überhaupt mal jemals gemacht hat. Das waren so fucking viele Zombies, das muss man sich einfach mal geben, Alter. Für eine Person, das ist viel zu viel. Das waren ja die doppelten Zombies, die man eigentlich gehabt hätte. Mehr als das Doppelte, oder? Nee, sogar ein bisschen, ich glaube ein bisschen weniger als das Doppelte. Aber dennoch. Hey Mike, du musst mal überlegen, was er für einen Druck auf dir lastet. Warum, was hat er denn gesagt? Meinte, 8 Stunden ist gar nichts. Boah. Hä, dazu muss man sagen, ich habe davor noch Town noch nie Solo gespielt. Muss man auch noch dazu sagen. Aber ist ja kein. Ist ja kein Unterschied, ne? Also, ich habe damals mit Mato Master dann noch geredet. Mit Martin heißt der. Mato Master 21 kennt wahrscheinlich gar keiner. Dem habe ich gefragt, wie ich das machen soll. Ja, stimmt, das hat's. Ich glaube sogar in der Nacht hast du noch gefragt irgendwie. Ja. Und dann haben wir die alle gefreut, als wir den Livestream anmachen wollten, dass du down gegangen bist. Ja. Und auf einmal starten wir Runde 80 zusammen. Kann man sogar zoomen, ne? Ja, kann man sogar. Was? Mit der gepackten DSR kann man ja sogar zoomen. Klar. Zoom. Kauf mal Grabstein. Grabstein. Wenn man gestorben ist, konnte man X gedrückt halten und dann war man weg, ne? Ja. Und dann lag da das Grab und wenn man wieder gespawnt ist, haben wir es dann durchgelaufen, da hatte man wieder alles, ne? Ja, alles. Ach, nice, oder? Irgendwie eine coole Sache. Ja, aber auch übelst egoistisch. Richtig egoistisch. Der Ego-Perk nannten wir es früher. Da ist immer wie, du kaufst dir Grabstein. Zweimal packen, aber ich hab's dann gelassen. Hey, nachdem die gepackt ist, kann ich nicht mehr so gut schießen. Kannst du genau was? Nicht mehr so gut schießen mit der, weil der Zoom so nah ist. So. Angezoomt. Ah, ich brauch die eh mit offenen Immokorn. Kennst du die Challenge, die wir hier gemacht haben öfter? Welche? Hier oben im Raum zu spielen, so lange wie man kann. Ja, ich habe hier Startrunde 20 bis Runde 26 überlebt, Digga. Mach das mal. Ist doch krass. Runde 20 bis Runde 26 hier oben überleben. Ohne hier rauszugehen, ne? Ja, genau. Und die Box darf bei dir sein, muss bei dir sein. Ist ja klar. Mach Startrunde 20, renn sofort hier los und dann versuchst du so lange hier oben zu überleben, wie es nur geht. Ich hab die Paladin. Was hast du? Paladin. Die sieht voll aus wie die Paladin sieht aus wie die Paladin. Oder die Paladin sieht aus wie ein Paretzer.
Punch das Scope halt weg. Ja, mach ich gleich. Ich hab ja kein Geld, Digga. Mit einer Sniper kannst du, spielst du dir nicht so viel Geld. Hoffentlich geht's jetzt beim ersten Mal weg. Ah ja, klar. Doch, ist es weg, Alter. Mein Gott, wie kann man so viel Glück haben? Hoffentlich kriegen wir Ammo diese Runde. Können. Hoffentlich kriegen wir jetzt Ammo diese Runde. Ja, was weg, Dick. War sehr lange nicht mehr im Stream dabei. Ja, moin, Digga. Willkommen zurück. Ja, Shotgun war auch irgendwie cool, ne? Ja, Shotgun war richtig nice. Ich hab ihn gerne drauf gehabt. Weißt du, ich hab damals bei BO1 die gepackten Waffen geliebt, wenn da der Schall der Sound war, wie bei der AKU zum Beispiel. Also ich meine? Ja, ich weiß, aber ich. Das hast du schon öfter gesagt. Ach, ich sehe da irgendwie einen Schalldämpfer drauf, keine Ahnung. Was du meinst. Nein, es hört sich aber an wie mit einem Schalldämpfer. Ach so, ich dachte, meinst du mal, da ist ein Schalldämpfer. So ganz gedämpfte Schlüssel halt. Was ich meine? Ja, normal. Jo Wurst! Haut erstmal für Bananenkind-Sub aus, ich pack's nicht. Pass auf, Digga. Dafür, Mann. Vielen Dank. Du musst. Mann. Dankeschön, Bro, dankeschön, dass du bei Dennis gesagt hast. So, pass mal auf, Digga. Du musst mal Moon spielen. Und ja, die AKU packen. So. Genau. Ich weiß. Hab kein Ammo mehr. Nee, ich hab gedacht, du meinst mal, da ist ein Schalldämpfer drauf, wenn man die packt. Alles für den Schreiner. Lutz ID. Ja, bitte. Hast du Demtex am Rücken? Danke. Damit kann ich viel anfangen. Erstmal Seiger punchen. Oh nein! Eine Ammo? Deswegen habe ich mir die Seiger gepuncht jetzt. Gab es nicht noch eine zweite Sniper? Stimmt! Boah, bester Mann, Alter. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich hatte die doch sogar gerade. Ja. Ich hatte die auch schon vorhin, glaube ich. Ey, wieso hier nehmen wir die Double Points wieder lang? Wo sind sie jetzt? Weg. Ich könnte. Vorbei. Jetzt ist RIP. Nee, da steht DSR, oder? DSR und Barrett. Ne, da oben steht DSR. Er hat extra in den Chat reingeschrieben in die Challenge, Alter. Oh, RIP Kevin. SMR, komm, Alter. Mit der darf ich auch spielen, oder? Ich krieg ja eh nichts mehr tot. Beste Waffe Kappa. Du kriegst nichts tot, Alter. Ich stell dir vor, die kommen bei BO4 wieder. Das kannst du einfach nur Punkte mitballern. Vor allem, was ich für Einschusslöcher mache, ne? Als ob das so 50 Kaliber Dinger sind. Alter, ich seh's gerade. Ist das dir noch nie aufgefallen? Nein. Alter, diese Einschusslöcher. Oh, Papa hat Ammo gekriegt. Und trifft natürlich nicht. Liegt irgendwo was? Ich hör's doch. Ich seh nix so. Digga? Ja, bitte. Ich hör keine Zombies mehr schreien. Das ist der Bug, wo keine Drops mehr kommen. Ey. Ja, same. Ich hör die auch nicht mehr. Ja, geil. Richtig, RIP. Ab jetzt kommen keine Drops mehr, glaube ich. Ja, können wir jetzt ja beobachten, wenn wir leer gehen. Wenn das stimmt, was jetzt. Ja, hier Town, ne? Du kennst Survival Maps, Digga. Hier muss jetzt jede Runde kommen, hier Drops. Hier ist nicht so, dass man in der Runde nichts kommen kann, weißt du, ich meine, ne? Naja, klar, natürlich. Wenn jetzt gleich Runde 18 nichts kommt, dann ist das natürlich verbuggt. Wer hat das denn geschrieben gehabt, wenn man keine Zombies mehr schreien hört, dass das dann. Ah. Lutz ID ist down. Aber ich kann nicht. Lass mich wechseln.
Nutz all die Mods, weil du sie nicht gehört hast. Du bist ja witzig, Alter. Ehrlich jetzt. Normal. Normal. Hast du Zombies mit gehört oder was? Na klar, natürlich. Du nicht. Nutz all die, hol dir mal Junk, Alter. Nö, extra nicht. Weil du mich jetzt beleidigt hast. Womit? Ja. Nutz all die? Ja. Hast du dich doch genannt? Ja. Lust-ID. Lust-ID, ja klar. Aber man hört keine mehr. Keine Zombies mehr, oh oh. Hatte diesen Bug noch nie. Ja, das ist witzig, ne? Ich auch nicht, Alter. Das erste PC gibt's diesen Bug. Nur bei Road to Shotgun Slave, Alter. Erste, allererste Folge hier mit Jan Dyrus. Zack, gleich gekriegt. Dann jetzt das letzte Mal mit Dennis Mob of the Dead gestern. Vorgestern. Ne, gestern. Vorgestern. Vorgestern mit Dennis das gab, genau. Und jetzt schon wieder, glaube ich. Jetzt guck mal, ob wir einen Drop kriegen jetzt hier. Ja, spannend. Scheint aber nicht so. Weißt du doch noch gar nicht, Alter. Das fand jetzt hier der dritte, vierte Zombie, Alter, der jetzt kam, Runde 18. Ja, für euch ist das ja kein Problem, aber ich, das würde für mich bedeuten, ich muss die DSR traden. Also kannst die Challenge. Ohne Geld. Ohne Geld, weißt du? Ich kann mir dann nichts verspielen, keine Punkte. Ja, das ist ein Spielbug. Wie löst man jetzt die Quest auf, ne? Barrett, Alter, das ist ja voll mies, wenn du jetzt zum Beispiel auf PC hier Koop Town spielen willst, Alter. Alter. Ja, ja. 75 und dann noch einmal. Ja, bis Town, Alter, wo du auf Drops voll angewiesen bist. Insta-Kill macht eine halbe Stunde gut, so, weißt du? Nicht nur, ja, teilweise eine halbe Stunde, ja. Und dann kriegst du hier einfach nichts mehr, ja, drop nichts mehr. Nur also die Max Ammo macht auch einen kompletten Austausch-Wett. Ja, bei Wunderwaffen halt. Ne, auch hier, Rayguns. Ja, wow, das bringt aber keine halbe Stunde. Ja, nicht halbe Stunde, aber ich meine, das macht einen Trade-Off. Das geht hier so schnell. Korb, ich merke ja von dem Trade fast gar nichts. Ja, Korb nicht. Ah, müssen wir gleich beenden. Wie geht's dir eigentlich? Mir geht's wunderbar. So wie immer. Ronald, jetzt haben wir eine. Sind wir in der Zückmühle? Was machen wir jetzt, Ronald? Wer ist das? Ronald hat die Challenge gestellt. Ja, alles fair ablaufen hier. Wenn mein Aim ein bisschen besser wäre, wäre ich schon zufrieden, Alter. Mein Gott, jetzt scheiße ich gerade rein. Ja, ich bin wieder bei der Waffen. DSR zu traden, Alter. Mit deinen letzten. Kann man denn 8000 Punkten. Neustart mit gleicher Regel auf Farm. Keine Sorge, Ronald, ich habe keinen Tod gekriegt. DSR back to back, Alter. Ey! Oh mein Gott, Red Screen. Was denn? Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Lutz-ID, Lutz-ID. Auf Farm ohne Pack mit DSR, ja, ja. Bringt mir halt nichts, ne, Rager. Wir brauchen einen Sniper. Lutz hat zwar geschrieben, Lutz sag ich schon. Ronald hat zwar geschrieben DSR, aber ich zähl mal Barrett auf dazu. Barrett ist ja sowieso eine Kackwaffe. Es wird wohl nix. Axel ist down, Digga. Als ob. Ja, ey. Der Monkey hat nicht funktioniert. Ey, Spoiler, Alter. Ja, warum? Warum beende? Warum denn? Wegen dem Down. Wegen dem Down oder Kaugummis? Kaugummi ist kaputt. Na komm, es war bis zum Ende jetzt hier. Egal, ich habe die meisten Kills, das freut mich. Ronald, es war bis zum Ende. Der Bug war eh da, wir hätten eh beendet. Also mal gucken, ob ich hier back-to-back meine DSR wieder kriege. Alter, Falter, das auch schon kurz vor 12. Jetzt können wir auch beenden. Jetzt muss er halt nur noch sagen hier, der Ronald,
Aber mein Affe hat nicht gefunden, habt ihr es gesehen? So, jetzt muss der Ronald bloß sagen, ob ich das gezählt, also hat es gezählt oder hat es nicht gezählt. Ich also in der Challenge steht, was haben wir denn da? Runde gar nichts steht. Ja, ja, passt. Oh, ich darf mir gönnen, Jungs, pass auf. Gönnung. Quest completed. So. Ich hab selber umarmt.